So, Tschüss, sagt, wir sind live. Neuer Tag, neues Glück. Day One leider nicht geschafft, weil wir es jetzt abgesagt haben. Ist ja nicht so schlimm. Sonst, was kann man. Sonst probieren wir den Raid jetzt einfach zu Ende zu laufen. Und ja, mache jetzt einmal 10 Wechsel. Puff. Dann einmal kurz Discord entdeffen. So, Jungs, ich bin live. Gleich. Ja, Desktop Und Audio ach, an. du Ja, Trago ist wieder da, perfekt. ich habe auch Desktop Audio und Stream an. Oh no. Dann trete ich euch jetzt euch mal bei kurz. Eine Katze. Hast Hallo! dich. Kuscheln. Na du! Oh nein! Nein! Das ist Liam. Ich war ganz Es wird eigentlich nur Humpty. Es wird die, weißt du, ihr kennt doch, wenn so eine Katze, oder ihr habt doch bestimmt Katzen, oder? Oder schon mal Ich gehabt? Ich ja. hasse Katzen. Alle drei, Die du sind ja Bad. immer so, die entnehmen dann irgendeinen Körperteil von euch und gehen dann da einmal irgendwie so Essen mit es. dem Gesicht, so von Mund bis nach hinten so rüber, weißt du? Kennt ihr ja. Streichen. Meine Katze hat Digga. dafür nie die Chance gehabt. Warte mal. Was? Also ich habe auch keine Katze Nein! mehr, ich habe einen Kater. Sind die das gleiche? Ja, mein Ja, Kater ja. ist ein Draußenkater, der ist die ganze Zeit eh nur draußen, also. Ich hasse Katzen eh, also keine Ahnung. Ernsthaft? Ich Ja, rate, Tobi ist eher so ein Hund, ne? Alter. Ganz ehrlich, komm zu Ja. mir, hol dir Paddington und du wirst Katzen mögen. Ich bin Ja. Allergia. Der Typ ist Ich taub habe übrigens geworden, Allergia. Nico. Oh Der Typ nein. schreit rum nach. Allergie. Oh, der Arme. Der tut mir voll Guck leid. mal, was ich hier hab. Das habe ich gespielt gestern. Einfach das Aber da. der ist echt jung Dem und mit dem Boy. Ja. Und ihr habt auch Ziemlich einen Weg gesund. zurück. Dort, Tobi, ich Muss zeig dir mal kurz, was ich gespielt habe. Hannes? So, das habe ich in der Vorphase gespielt. Einmal Gut. das, dann das und das. Hook Jump. So, Muss okay, gut. Hannes? Stream bei mir läuft jetzt auch. Ich habe auch extra in die Titel geschrieben, Part 2. Ich auch. Weil wir gestern 7,5 Stunden gestreamt. Ich hoffe, Obi. heute wird es nicht so lange. Ja, ich hoffe Die auch. Orakel, sind jetzt One-Shots von der Shotgun und von der Sniper. Genauso wie die Sniper an sich. Nico, Ja. Liam und ich hätten es gerade beinahe, also wir haben es glaube ich zu dritt in die vierte Phase, nein, nicht in die vierte, in die zweite oder dritte reingeschafft. In die dritte haben wir geschafft. Die dritte haben wir noch geschafft. Die Also es vierte. ist alles chill oder was jetzt? Ja. Es ist viel, viel leichter. Also in der Viel. vierten haben wir eigentlich uns auch fast nur gewiped. Wo ist Also Hannes jetzt wirklich eigentlich? gespielt haben wir ja nicht. Keine Ahnung, der ist Und irgendwie. Tobi? Alle können sich Ja. auch in dem Brunnen löschen, wenn sie wollen. Das Ach geht. jetzt. Man Dann müssen kann wir es dann nicht. nur schnell machen. Man muss schnell und dann gleichzeitig. Wie ich es gesagt habe. Aber Ja. kurz, Ich spiele Moment. Teamkontrolle. Hopp. Ran. Komm her Hannes. jetzt! Was? Ran. Ja, komm her jetzt! Na, warte. Nein, Klau. ich bin jetzt nicht eine scheiß Runde fertig, sonst gibt's für dich. Weil kann ich Rape-Banner placen? Gut. Weil Nein, dann kann nein. ich das. Dann kann ich das. Daniel? Kappa-Katz, egal. Was? Wir haben trotzdem den Plan. Du hast ja Ferien, ne? Ich hab Ferien. Wie wäre es, wenn wir uns noch einen suchen, wie zum Ja. Beispiel Tobi, Okay. und dann weiter Scout-Gewehr fahren? Okay, Scott. Also kein Jury gerne. Angry. Angry. Genau, Angry. Angry. Ich würde halt Ja. später gerne mit. Ich würde halt später Vorhanden. gerne mit. Also irgendwann Benazir noch anfangen zu Also ich hab. spielen. Actually hab ich echt Bock. Da drauf. Ich hab ne richtig. Ich hab ne gute Hungry. Das heißt ne gute, aber Ey, für also mich ich. Ne gute Hungry. Lass halt drauf. Lass halt danach drauf ein paar Mal. Ich würde auf jeden Fall gerne auf jeden Fall Below Zero irgendwann anfangen zu spielen, bevor ich Obi. Urlaub fahre. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 21:37 Uhr. Rechnen wir mal mit 2 Stunden. 23 Uhr Raid fertig. Eine Stunde machen wir dann noch. Na, Benny. Oh, Ich bin ready. Alle auf Positionen, bitte. Ja, ich bin Position. unterwegs. Ich muss Position. meine Waffen wieder rüberziehen. Ach, nimm Zeno Blade rein. Nein. Nimm bitte Zeno Blade rein, das ist One-Shot auf den Kristall.
Xenoblade. Ja, ich spiele meine. Ich will einfach meine. Xenoblade, Junge. Xenoblade, einfach auf einmal nimmst du das so, so in die Hand. Ich bin einfach nur. Und dann schlägst dann damit Leute einfach. Du tust doch jetzt mit der Sniper. Und die Kisten in der nächsten Phase hol ich. 1 R2. R1 war nicht. 3. Also. Wir können die Stimmen auseinanderhalten. Tobi, Deadlift ich. Wir können die Stimmen auseinanderhalten. Ja, ja. Tobi, dann müssen wir nicht ansagen, welche Form wir sind. Tobi? Ich? Aha. Ja, perfekt. Ich konnte das war's auch schon. Sind. Oh, wie schön. Sniffers sind one hit. Ich bin Mitte. Du bist auch one hit. Ich bin, glaube ich, 2. Haben die es 2? Oder so? Weil nee, ich höre nochmal, ich bin beide kurz leise. Mitte? Ich bin 1, glaube ich. Haben die es 3? Ich bin 3. Mitte ist 1 und ich bin 4. Mitte ist 1, Tobi ist 2, ich bin 3. Mitte 1 down, 1 down. 2. Nummer 3. 4. Ich bin. Oh Gott, ich bin so dead, ich bin so dead, ich bin so dead. Du stirbst nicht. Hab ich doch gesagt. Geht los. Haben Sie? Ich hab 2. Ich weiß nicht. Du bist 3. Ich bin gleich. Ich muss du bist erstes. Eins ist erst 3. Ich bin 1. Mitte 2 und ich 4. Ich glaube 2 oder 3, ich weiß es nicht genau. 3. Ich hab aufgepasst. 3, okay. 1. Hab 1. 2. 3. Ah, ah. Ist 4. Noch 1. 4 down. Noch 1. Perfekt. So, genau, Drago. Ich stream jetzt. 1, 2, 3, 5, 6. Was weiß ich? 1, 4, 6, 1, 2, 3. Irgendjemand spielt mit meinem Mauskabel. Mitte ist 4. Okay. Ja, ich haben bin... das letzte, das haben das letzte. Ich bin 3 und 4 mache ich. Kurz, falsch. Wer zu früh? Wer zu früh? Wir alle zusammen in der Mitte versammeln. In die Mitte 3, 2, 1. Ich bin dead. Ich bin dead. Chillig. Ich weiß nicht. Ja, ich auch. Wie viele Leute sind tot? 2. Nur 2. Alle gerade auf dem Weg und ihr seid schon reingerannt. Kann ich mal Drago holen? Wir haben ein bisschen länger Zeit als 5 Sekunden, Leute. Ich bin wieder dead. Sniper hat mich geholt. Also sind 2. Die Reihenfolge ist immer noch dieselbe. Die Reihenfolge ist immer noch dieselbe. Meinst du das letzte wieder? Hampi, du bist letztes, ich bin vorletztes. Die Reihenfolge ist dieselbe. Nee, nee, ich bin jetzt die 2. Ich bin jetzt die 2. L1 ist 3 und Mitte ist 4. Also ich bin 3 und Hampi ist 6. Ja, vorbei. Wir können wipen, zu viele Leute tot. Ja, aber Leute in der Mitte, wir haben länger Zeit als 5 Sekunden. Ja, probiert doch mit der Granate meinen Oracle. Ich würde einfach sagen wipen. Geht einfach ja, definitiv wipen. Hanti, nicht in die Mitte! Jetzt darf er runterspringen. Danke. So ist fein, Hanti. Aber ey, es klappt schon mal gut. Es klappt schon mal viel, viel besser als gestern. Betont's nicht. Sonst kriegen wir gleich wieder von irgendwas. Ich pause mal den Wurzkotz, by the way. Stimmt. Ist ein Sniper, Junge. Die triggern mich so sehr. Hanti einfach Sniper-Gott. Ich und Drago machen kaum. Ich Tobi. Wer geht aus? Ja, der gefragt hat. Kommt ja so perfekt. Nico, der also Knecht hat sowieso keins hingestellt. Also Gorgon Phase wird super easy und Boss wird nochmal so ein bisschen. Ist Mischmas aus allen. Boss ja. Habe ich immer noch keine Ahnung, wie das geht. Muss ich Boss auch kann ich Boss kann ich allen erklären. Gar kein Problem, aber Boss ist very easy, nice. No shit. 1 2 3 Drago 3. Okay. Eins dead. 2 dead. Perfekt. CD-Rand,
Eine 1. 2. Dann ist Mitte 3. 4. Ich mach Mitte, Liam. Ich muss eh 3, 4, also ich kann eigentlich nur beide machen. Ja, ich mach die 3. Ergo, bist du 1? Ja. 2. 3. 4. Zwei. Eins. Drei. Vier. Ich bin fünf. Gar nicht beschütze ich. Ist down. Hilfe. Ist down. Hab meins down. Noch eins. Hab meins auch. Gut, wir haben es geschafft wieder. Nice. Ja. Hier in der Mitte kommen immer Gegner, Humpty, wenn du die ein bisschen mitspielen könntest, wäre das schon gut. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nochmal zu merken. Eins. Drei. Fünf. Sechs. Drago, was bist du? 3. 1. 1. 3. 2. 2 ist down. 3 ist down. 3. 4 ist down. 4. 5. 6. Letztes. Nein, jetzt kommt 9. Nicht. Nicht jinken, bitte. 2. Ich glaube, ich bin 1. Ich müsste 3 sein. Ich müsste 3 sein. 6. Ich bin 6. 7. Okay. 1. 2. 3. 4. Obi? 5 ist Mitte. 11. 6. 7. Also 4, 5 mach ich. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sehr schön. Und jetzt? Kommt jetzt 9. Noch mehr, noch mehr. Noch zweimal. Okay. Noch zweimal bis 9 hoch. Jetzt einmal mit 8 und dann einmal mit 9. Nee. Hä? Nee, hä? Durch. Hast du es geschafft? Ach, die, es wurde verkürzt oder was? Oh, ist das schön. Count Verdict. Alter, nochmal. Digga, ich hab dreimal die Schrotflinte. Count Verdict. Fick. Ich hab die Rüstung. Entschuldigung, Drago. Ich hab die Scout Rifle. Ich hab die Rüstung. Oh, mit was für Rolls? Mit was für Rolls hast du die Scout Rifle? Rewind Rounds und Frenzy. Warum hab ich dreimal die Schrot, Junge? Rewind Rounds. Ja, weil du einmal hast du noch aus der Hidden Chest. Rewind Rounds und Frenzy ist sacke gut. Wer macht Schwertträger eigentlich bald? Ich mach Schildträger. Ernsthaft? Der ist ein guter Mod. Muss ich als Nicht-Schildträger irgendwas machen? Ja. Bitte erklärt warum. Ads clearen und Tobi. Was da? Ads clearen. Ads clearen. Das war's. Ads clearen und ich muss den Boss machen. Das ist schön. Ich will aber keine Kurzfassung. Das Ganze läuft so: Wir machen Damage Phase, sobald Daniel seine Ult mit Daniel Schildträger. Und der Schildträger baut eine Ult auf. Immer wenn die Ult auf das Schild vom Boss geht, der Schild weg und wir können Damage Phase machen. So, solange laufen wir rum. Und wir können die Debuff bekommen, wie immer. Und wenn wir den Debuff haben, müssen wir Daniel Bescheid sagen und tut uns dann sozusagen cleanen von dem Debuff und sterben wir. Also der Debuff sieht folgenderweise aus. Euer Bildschirm wird einfach schwarz und ihr seht nichts mehr. Einfach. Okay. Also, bis auf dann. Gab's nicht hier jetzt noch irgendwie eine Chest oder sowas? Ja, stimmt. So eine Tür hier hinten oder so ein Objekt? Nein, hier gibt's keine Hidden Chest. Doch. Die Tür hier hinten, dieses sammelbare Objekt. Ja, es ist danach. Danach erst. Nach dem Boss. Wir jeden jetzt den Autisten. Ich nach dem Boss und die nächste Hidden Chest Xenophage für viel Damage. Ich bin Xenonwell. Ich würde dir Bubble bitte machen, Hannes. Ich spiel standardmäßig. Xenonwell machen? Nein. Ich spiel zwei Wells auf jeden Fall. Zwei Wells auf jeden Fall. Ich mach ein Well. Ich hab Well auch. Ich hab bitte. Well. Dann spielst du halt eine Luna-Fraktur, wer kann? Ja, ich hab jetzt nicht Luna, ich hab Daybreak. Okay, gut. Ich hab nur eine Faktur. Oder warte, kannst du nur eine Faktur ziehen? Ich habe.
Ich hoffe, ich krieg irgendwann noch einen Revolver, Alter. Wie viele Warlocks haben wir? Vier. Wir haben vier Warlocks. Warum zwei Wales und zweimal Nova Bombe oder Chaos Reach oder sowas? Nein, Chaos Reach. Nee, auch nicht Nova Bombe oder so. Was? Was ist gut? Was ist gut? Chaos Reach ist schon nicht schlecht mit Geomark. Eigentlich schon, ja. Können auch Chaos Reach spielen. Zwei Wales und zweimal Chaos Reach mit Geomark. Dann wechsle ich jetzt zu Blitzautist, aber ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme bis dahin. Ich habe Intellekt 100, also bei mir sollte es klappen. Wir wipen nochmal. Hallo Templar! Okay, warte. Ja, guck, Leute, ganz kurz, alle, die gerade in meinem Body drin sind, so sieht Dingens aus. Und ich trage das Schild und ihr müsst Orakel wieder kaputt schießen. Du hast kein Life an. Ja, ihr müsst Orakel kaputt schießen. Hier kommt wieder Orakel-Melodie. Warte, müssen wir es auch in der Reihenfolge wieder? Ja. Yes. Also müssen wir eigentlich genau die gleiche Phase wie eben machen. Bloß, dass wir noch mehr Gegner haben und noch ekelhafte Sachen. Und mich. Moment mal, Tobi. War es nicht eigentlich so, das Schild wird nur dann aufgenommen, wenn... Nein. Wenn der Boss seinen Krebsautismus macht. Du hast immer einen Schildträger, der die dann habe ich immer den Schild, dann bin ich auch der Schildträger. Das machen wir so. Also okay. Warte kurz. Wer macht jetzt Well? Ich mach Geo. Nico macht Well, Detlef macht Well, Drago macht Geo. Du musst dir aber auch infundieren, Drago. Was ist? Du musst dir auch infundieren. Ja, ich weiß. Ich so eine Katze war das. Liam, ist der wahrscheinlich? kurze Frage. Was ist mit deiner Katze, Alter? Bitte gerade. Die hört nichts. Die ist komplett lost. Wirklich. Was ist mit deiner Katze? Die ist lost, wirklich das passende Wort. Die ist taub, die hört nichts. Die ist wirklich taub. Die ist richtig taub, die hört nichts. Sie also ist nicht mehr wahr. Und wenn du dir mal die Ohren zuhältst und dann schreist, dann merkst du wenigstens etwas, anstatt gar nichts. Kurze Frage. zu der Phase noch. Ja. Sind das von den Orakeln immer noch dieselben Positionen? Ja. Oh Gott, das wird, glaube ich, nervig. Vor allem der Boss spawnt doch direkt hier vorne. Also wären zum Beispiel Liam und ich direkt am Arsch. Warte, wann ist dieselben Orakel-Spots? Müsste. Es müssten eigentlich dieselben Orakel-Spots sein. Und wie lange müssen wir es machen? Bis meine Schildulti voll ist. Was für den Autisten dead haben? Man kann den easy one phase, wenn uns reloadert. Und wenn wir ein Orakel verkacken? Dann sterben wir. Oh, hell no. Hey Daniel, du kannst dann alle reinigen. Wir müssen dann nur alle ganz schnell zu dir. Nein, ich reinige euch nicht. Okay, sagen wir alle ready? Nein. Ja, aber wegen Reinigen. Reinigt alle außer Hand. Da, lass mich trinken. Genau so machen wir's. Nee, Drago, bitte, nicht trinken. Ich bin echt extrem durstig. Tobi ist 1. 2 attempt die. Ich bin 2. Nee, dann bin ich 3. Wir hören nochmal drauf. Tamti ist 2, ja. Ja, ich bin 2. Obi ist 1, Hamti 2, ich bin 3. Was denn? Oh no! Jetzt wir? 2. Wow! 3. Ich hab eine Schild super schon, Tobi. Dann Damage Phase. Was? Jetzt schon? Hin. Alle bereit machen, wabbelst du uns runter. Wie mach ich meine scheiß Ulti? Cool, wie immer, wie normal. Bam! Ich bin gecaged. Die Wabbel? Genau, dafür müsste mich eigentlich. Daniel, glaube ich, raus. Ja, Daniel, kannst du einfach nach rechts gucken oder nach hinten gehen, damit du mich reviven kannst? Schild! Nein! Ich Idiot hab das Schild vergessen! Oh nein! Rita! Ich Idiot hab uns nicht geglänzt! Ich Idiot hab uns alle nicht geglänzt! Brauchen wir eigentlich eine Divinity? Ja, können wir machen eigentlich. Dann mach ich Divinish Me. Ich hab einen Wunder gekriegt! Ich hab das ganze Team gerade einfach hops genommen. Ich hab komplett vergessen, das Schild aufzuheben und zu glänzen vom Boss. Alter, scheiße. Hey Leute, darf ich euch einen Tipp geben? Nach Helgoland fahren! Wir spielen alle Anarchie und so, hallo. Slug. Alle Anarchie und eine Slug spielen, Tobi. Anarchie und Slug ist hier die beste Option. Tarnix-Lauder, zwei Slugs und Anarchie oder was? Ja, meinetwegen auch zwei Slugs und eine Anarchie. Aber wir brauchen immer noch einen Diff. Also wenn du Diff machst, Tobi, dann spiel Diff. Ich mach Diff schon.
Nee, aber... Was ist Div? Divinity. Achso, nein. Chaos Reach, deswegen. Chaos Reach. Ich mach Divinity, weil ich spiel Bubble. Das ist ein Lauer so drin, weil ich bin gerade von euch verwirrt. Anarchie, Double Slug. Und wenn du nur eine Slug hast, ist auch nicht schlimm. Ich bin nur eine Slug und dafür ein Granatwerfer. Ist sowas wie eine Heritage, Junge. Das ist eine Slug. Danke, Slug das Shotgun. Das Erbe. Zero Shot, also One-Shot Shotgun. Digga, Junge, also wirklich, Nico, Digga, du spielst mit uns jetzt DSC wahrscheinlich zum 100. Mal. Du musst sie lernen, Alter, das kannst du dir nicht. Was ist eine Slug? Was ist eine Slug? Was ist eine Heritage? Junge, Nico, lern Englisch! Du hast, ihr habt mir erstmal, das lernt man nicht in Englisch unterrichtet, ich bin ehrlich. Digga, Slug, weißt du, was Slug heißt? Eins. Also, Professor Slug heißt eins. Denn zweitens. Slug heißt normalerweise Schnecke. Ja. Der hört auf. Ihr habt mir auch noch das noch nie erzählt. Und Slug bei einer Schrot heißt eine dicke, fette Kugel. Ja. Richtig. Ja, Chaperone. Das ist Slug. Felwind ist keine Slug, deshalb ist es overpowered. Jan, was auf welcher Seite stehst du? Auf welcher Seite stehst du, Jan? Eins. Auf der rechten, aber. Zwei. Ich hab halt keine Muni. Ich bin die Eins. Ich seh nicht, was ich bin. Ich bin tot. Seh nicht, was ich bin. Ich bin tot. Eins. Zwei. Drei. Gut, Jungs, ich hab einen Schildträger. Kein Problem, mein Sohn. Alle zum Boss. Alle zu uns. Bubble. Das well, let's go. Das war First. Ich bin stuck. Daniel. Ja, genau Daniel. Das. Daniel. Nein, da müsst ihr drauf schießen. Da müssen wir drauf schießen. Das müssen wir kaputt machen. Ach oh Gott, ich kann okay, ganz vergessen. Boss ist wieder weg. Nee, wir müssen. Wieder von machen. Wieder von vorne. Resetten. Wir müssen nichts resetten. Das ist bei zum Boss. Resetten. Meine Super ist fast ready. Kommt hierher. Du, Digga, oh mein Gott. Sie singen. Ich bin. Page. Komm, wir bringen uns um. Nein. Bringt nicht. Dürft nicht so nah ran. Umbringen. Den Autisten. Also guckt mal. Kampfi, was machst du? Bring dich einfach um! Bring dich doch an! Wir bringen uns um! Oh nein! Der Boss schießt ein Netz auf uns. Dieses Netz kann jeder zerschießen. Jeder! Ja, ich muss nicht niemanden clearen. Und du musst mit dem Schild nicht direkt vor ihn ran. Ja? Die Leute hat Reichweite. Ja. Das ist so ein Schuss, den er dann schießt. Ja. Drago schießt mit Rattenkönig rauf. By the way, immer einen Whale beim Boss hinstellen, wenn es geht. Und die Chaos Reach Leute schießen direkt in der ersten Phase drauf. Brauchen wir keinen Whale. Also, wenn ich mit dem Schild. Wir können in der ersten. Whale macht Damage Boost, ja. Hannes spielt Michael. Wenn alle direkt beim ersten Mal ihre Super casten. Weil es ist ja eine gewisse Zeit, bis er sich verpisst. Da können wir können ihn theoretisch one-facen, wenn wir wollten. Wenn alle ihre Super aktivieren und ich das Schild zu der Zeit in der Hand habe, dann ist meine Super auf dem Schild direkt ready, wir können ihm doppelten Damage machen. Aber er verschwindet doch. Ja richtig, und da kann ich direkt wieder den Bums machen. Alle der ready? Der move nur, ja, direkt. Richtig, der move nur, man kann nämlich eigentlich zweimal Damage machen. Alle Ruhe. Eins. Zwei. Drei. Double Slug finde ich, glaube ich. Ich würde nur eine nehmen. Nur für den Edson hier. Nico? Eins dead. Zwei dead. Drei dead. Alle zum Boss. Oh ne, wenn ich nicht sterbe. Moment. Komm her. Renn. Mach den Ult, ne, ich muss nicht rein. Das Netz ist kaputt geschossen direkt. Ich bin halt trotzdem weggejetet. Daniel, clearen. Schild ist despawned. Also Jungs. Ja. Ja, dann mache ich keinen Damage auf den Boss. Ja,
Ich mach auch so keinen Damage auf den Boss. Du bist die ganze Zeit Schilddreher. Oder jemand anders macht ein Schild. Du bist ein Schild nicht ablegen. Ich leg das Schild einfach nicht weg. Ja, Digga, doch. Ich kann das Schild ablegen. Ich muss es halt nur frühzeitig genug wieder aufnehmen. Also womit machst du gerade Schaden? Divinity. Das ist der Divinity. Ich würde Divinity eigentlich gar nicht spielen, das bringt sogar nicht viel. Ja. Weil ich merke gerade, Schattenpfeil und Dingen stackt sich nämlich nicht. Ist nämlich stupid. Soll ich dann auch Xeno machen oder was? Ja. Nee, oder Anarchie Double Slug. Da musst du aber auch seinen Kopf treffen. Eigentlich, nee, ganz ehrlich, Jungs, wenn wir jetzt bei der Phase reinscheißen sollten, nehmt alle Anarchie rein. Xenophage. Weil der Boss kickt uns, wenn wir in ihm drin stehen, immer wieder weg. Also ich jetzt Xeno. Ja, wenn du das weil du noch nicht aufgesammelt hast. Ich habe einen Schuss Xeno. Hab ich schon, deswegen behalte ich erstmal. Hast du jetzt deine Waffe gewechselt, nachdem du das Raidband aufgesammelt hast, Humpty? Ja. Weil mir gesagt wurde, ich soll die Divinity rausnehmen, nachdem ich das Raidband aufgesammelt habe. Ist egal, ich krieg sicherlich noch Muni. Wenn nicht, dann mach ich halt nur so Damage. 2 3 Ich mach deinen Humpty. Okay. Mach ich die jetzt hier? 1 down. 2 down. 3 ist auch down. Nice. Boss. Kannst du schon weiter weg, Daniel? Ich bin gleich hier oben, Jungs, Hilfe. Gut. Irgendwer ist gefangen. Jetzt noch die Barbe, die ist unnötig, Hannes. Ja, das war dumm. Wie sieht's aus, Daniel, bei dir? Da unten, Sir. Daniel. Entspann dich, ich hab die Pillow nicht voll. Ist offen das Schild. Er ist stuck. Okay. Okay. Ja, der Way ist weg. Ich bin Max Promulgation. Explosiven sind in uns reingeladen, dann hatten wir alle einen Buff und dann sind wir daran gestorben. Es kommen immer nur 3. Es kommen immer nur 3, nicht 4, so wie bei anderen Phasen. Nein. Du hättest jetzt wieder Mark von Negation angemacht. Ich hab eine Gedächtnis. Okay, Leute. Clear uns. Ich kann nicht Ritual of Negation clearen. Achso, ja, ich kann nur das clearen, das sonst nicht an der Weg wiped. Ah, ja, sorry. Also, guck mal, Jungs. Wir machen. Nee. Psst, Ruhe, ich rede. Psst, nein, Ruhe, Fress halten, ich rede. Also, wir können den Boss 2-mal Damage machen. Aber, das 2. Mal Damage wird von den Positionen gemacht. Weil während dem 2. Mal Damage ist es so, dass sich Lil Boss denkt, ja, also, ich tue wieder Rituale spawnen. Das heißt, wir machen erstes Mal Damage, alle zusammen. Den zweiten Humpty, was spielt er? Ja, gut, ich hatte keine Xenomoni. Den zweiten Damage machen diejenigen, die den Boss sehen können. Warte mal, wir sind gerade im Live drin. Schaumeng, ist das da oben das neue Schiff? Ja. Hä? Was sagt, dass ich Saft gekriegt? Ja. Okay. Warte, ich nehm 10 Oblige. Was hast du gedroppt bekommen? Das Tobi, das Schiff. Zeig mal. Das ist dieses mit den. Oh, sieht man auf der. Nee, ich bin in Nikos live. Oder Plakette. Zeig mal, Tobi. Ich weiß nicht, ob es das neue ist, aber bitte, es ist gestern gekommen im Raid. Mit Reflight, ja, Digga, es ist doch safe vom Raid. Warte mal, Collections. Ich hab's gestern bekommen. Das sieht nicht so aus. Das sieht nicht wie das aus. Nee, Volt Strider heißt es. Aber Volt Strider sieht wohl gut aus. Ja, aber wo ich will. Tobi, geh doch mal auf deine Sammlung und zeig mal. Größter Schmerz ist eh, dass keine Fatebreaker im Inventar ist. Das macht mich richtig aggressiv. Ja, Junge, denn dann ist es das nicht. Oh, ist doch jetzt scheißegal, wir fangen jetzt an, Junge. Aber ich wollte das Schiff sehen, Alter. Junge, ich sehe selber, auch Junge, du Knecht. Ja, Position. Du selber. Ja. Du Koran, ist ja. Ja, Junge, bist du ein Autist? Digga, ich bin halt gerade nicht die ganze Zeit dabei. 3, Liam seins ist 2. Tobi ist 3, oder? 1. Nein, du bist 1. Ja, 2. Er ist 3. Ich bin das Letzte. 1 2 Haben wir. Erste World Super ist ready zum Boss. Place. Können wir? Ich bin stuck.
Einmal gelöscht. Nochmal gelöscht. Weiter. Okay, der Boss ist. Achtung, Achtung, nein. Achtung, nicht daran gehen. Du hast Buff da an dem höchstwahrscheinlich. Du ich auch. Weiß. Ich bin Marked of Negation. Wir müssen alle in die das Mitte. Das war's komplett. Digga, das hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Ich bin auch nochmal Marked for Negation, ne? Ich werde sterben. Ich nicht. Doch. Nee, es ist nochmal angegangen, Tobi. 3, 2, 1, rein. Ich nochmal, Jungs, alle auf ihre Rituale gucken. Ich bin 1, ich bin 1, Daniel. Nein, du bist 2, Tobi. Ja. Ich bin 2. Liam ist 3. Ja, hab ich doch gesagt. 2. Zum Boss. Oh, ich bin gestorben. Welches hast du oder hast du? Achtung, da ist so ein Pool direkt vor meiner Nase. Ich hab kein Well, deswegen. Ich bin Cage hier hinten. Nehmt keine Sorge, habt ihr. Nach einer Zeit gehst du automatisch raus. Nein, 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 nein. Man muss schon raufschießen. Digga, Jungs! Wo ist der Well? Ich, wie gesagt, ich hab kein Well mehr. Guck mal, ich Humpty und Drago waren nein, wipen, 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 wipen. Wir machen das Daniel, mit dem Streak nicht. Wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Wells. Wir haben zu wenig Wells. Nein, wir haben Digga. Also entweder Daniel, hast du mich wirklich fucking gemutet, Liam. Entweder hast du mich wirklich fucking gemutet oder bist taub. Digga, weil ich hab ins Mikrofon literally reingeschrien. Ich weiß, aber guck mal, wenn ich... Daniel, Daniel. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Hinten war Drago tot und Humpty war eingesperrt. Ich muss sie befreien und dann mussten wir Drago resen. So. Also, Digga, wo war Humpty eingesperrt? Humpty war eingesperrt, er hatte eine Wo? Da hinten, bei Drago. Hinten, wo Dead war. Und er war Drago sogar tot. Seine Position da hinten. Wollt und deswegen muss ich das alleine ich anschließen, während wollte. Templer in meinen Rücken geschossen hat. Digga, wenn alle durcheinander reden, höre ich euch allen nicht zu. Ja. Das Spiel, da mache ich gar nicht lange mit, Alter. Tobi, wie machst du doppelten Schaden als ich? Tobi ist halt immer als erstes da, Drago. Ich schieß Anarchie drauf, dann Chaos Region haben wir in der Succession. Ja, gut, ah, ich hab's zu früh aufgesammelt, tut mir leid. Ich war grad ein bisschen lost. Tobi ist halt straight da. Hier müssen 2, 1, Nico ist 3. Ja, ich bin 1. 2, Nico ist 3. Eins down. Jetzt kaputt. Boss, ich wurde einfach vom Boss umgebracht. Wir können wipen. Das Schild hat keine Super. Na, wipe. Ach, Digga. Junge, du Daniel, du oft noch, du musst nicht nah ran. Ich versteh's nicht. Digga, da ich muss halt leider Gottes in gewisser Weise nah ran. Weil, wenn ich auf der Position von Nico stehe, treffe ich den Boss nicht. Warum? Gib mir mal die Schwert. Kann ich mal einmal kurz das Schild ulten machen? Wir wipen direkt. Nee. Ich will kein Banner, ich möchte einfach mal die Schild ulten machen. Ist doch gut, dann können wir mal gucken, wie lange das geht. Da wissen wir. Normalerweise hat man das ja früher geschossen. Nein, man hat das Schild nicht geschossen. Man hat damals auch eine Explosion gemacht. Wer hat das eben? Gib mir einfach mein Schild. Ich probiere es von weiter weg. Wir machen das einfach normal weiter. Nein. Oder Daniel wartet einfach, bis ein Well shit und macht es dann erst. Geht dann erst nach hinten. Der Well nicht nach vorne, der Well weiter nach hinten in der ersten. Und wir müssen gar nicht so ran. Wir haben noch keine. Wir spielen generell. Die Leute, die Chaos Reach spielen, die spielen Anarchie. Der Rest spielt alles Xenophage und schließt aus der Entfernung, weil der Boss jede durch ins Jenseits. Ja. Also ja, der Well steht weiter nach hinten. Kurz vor meiner Base. Der Well steht bisschen weiter hinten. Der Well steht nicht literally im Boss drin. Die Bubble kannst du dir sparen, wenn du 5 Minuten zu spät kommst. Anders. Ja. Sobald alle Orakel weg sind, rennen alle Richtung Boss. Wenn die gar keine Orakel haben, können sich schon in die Nähe des Bosses begeben. Genau. Und diejenigen, die ein Orakel haben, die lachen die Orakel und kommen dann. Ready? Können wir anfangen? Ja. Außerdem, nachträglicher Well ist okay, nachträgliche Bubble geht gar nicht. Nur so. 1, 2, 3. Drago, hast du 1? Nein. Dann lass schon mal in Richtung gehen. Lass die Erzklären dann vorgehen. Wenn die mal am Kaputschi sind. Okay, Drago, komm mit. 1, 2, 3. Wer macht das? Hab. Wer? Ja, schießt. Ich bin Cage, wenn ich Bubble placen wollte. Danke. Reicht durch. Bubble. Ja. Ich bin schon in der Reach. Aber das schießt. Ja, nee. Weil ich Cage war. Alle wieder auf ihre Ausgangsposition. 3, 2, 1, stopp, nein. Warum?
Achso, ihr müsst auf alle warten, ihr müsst auf alle warten. Ja, tut mir leid. Ihr zwei Zerro alleine. Ja, ich weiß, weil die nehmen wir da und dann hab ich gesagt, Blitz 2 1. Wer ist noch Markt for Negation? Ich. Trago kommt zu mir in die Mitte. 1. 3, 2, 1, 3. Daniel ist 3. Daniel ist 3. Ja, was, ich mach was meine. Ist 2? Ich bin 2. Du machst 1, ne? Nein, ich bin 2. 2, dann mach ich für dich, okay? Okay. Du machst dann Bubble oder so. 1 down. Ich hab keine Bubble. 2 down. 2 down. Hä? Nein, ich war die 2, du warst die 3. Nein, der hat verkackt. Nein, ich war die 2. Wir waren die 2 und Daniel hat aber als drittes, als dritter den zweiten abgeschossen. Hast du, Daniel, das stimmt. Digga! War definitiv der zweite. So 100% war ich die 2. Daniel, ich hab das sogar gerade aufgenommen. Ich kann dir gerne die Aufnahmen schicken. Ja, Digga. Ich gehe einfach am besten, wenn es euch lieber ist, Alter. Alter, du hattest Unrecht, jetzt nimmst du doch einfach hin. Ja, Mann, aber es müssen ja nicht wieder 1000 klingen, was sollen richtig Digga, du bist ein fucking Mensch, Alter. Junge. Oh, Junge, kannst du nicht mal die Fresse halten, Mann? Immer lieber, wie sich das zu geben. Da muss mal jemand bitte das von Liamann sagen. Daniel, entmuten jetzt. Daniel, entmute ihn jetzt. Hat ihn doch eh nicht gemutet, Kick. Doch, ich hab ihn gemutet. Nein, 2. 3. Ja, 2. Wir können warten reindrücken, okay, by the way. Weit machen für Oracles. Vorsicht, wegen dem Debuff. Ja, Mitte. Okay. Auf 3. 3, 2, 1. Und 1 zu dir. Ich hab nur. Ja, das ist gut, trotzdem, dass du es machst. Muss ich ja. Ja. Ich liebe es, Schildträger zu sein. Schildträger ist so geil. 1. 2. 3. Ich mach für dich, Hunter. Der ist schon mal ein richtiger Boss. Obwohl, ich muss Well machen eigentlich. Du müsst dann ein bisschen warten. Renn, ich mach. Hab ihr 1. 2. 3. Los. Ja, bevor er losmacht, ich muss noch kurz Well und dann. Warte kurz, warte. Yep. Page. Meine Bubble steht auch an diesem Punkt. Negation total. Er ist weg. Ausgangsposition, alle die gelingen sind. Wo ist der denn jetzt gespawnt? Jupp, ja, das ist Feuer. Das ist chillig. Ausgangsposition, das ist wirklich schick gefahren. Digga, die Phase ist auch gerade am einfach, wenn sich nicht alle rumschreien und anschreien. Oh Gott, ah, ich will durchlaufen. 1. 2. 3. Delta, geh du weg. Ich hab Treat oder was? Ich war klar, sonst hab ich nicht. Ist weg. 2 ist auch weg. 2 ist auch weg. Nico, komm hierher. Wegen Well. Begaged, Sitter. So, Ball einfach drauf. Der ist so low, der ist so low. Komm, das schaffen wir noch. Nee. Noch eine Phase, aber ich will. Cage. Mach ich. Ach komm. Oh, pass auf. Nur ein Buff. Oder? Oh, ich mach den noch. Ja, nein, stopp, wir machen den jetzt. Meine Super ist ready. Mach. Sofort. Auf damit, Scheiße. Ja, das war. Digga, das war wirklich Rettung in letzter Minute mit der Scheiß Super. Aber dieser Raid ist ziemlich einfach, muss ich sagen. Digga, ich bekomme nur Rüstung. Ich bekomme die Brust. Handcannon. Fatebringer. Erster Schuss und. Televizion und Firefly. Pulsgeschoss. Noch nicht, noch her. Was hast du da? Drago, rüst aus, ja. Rüst aus, Drago. Tunnel will. Firefly ist super krass. Wer hat noch? Der hat jemand noch.
Deadlift noch jemand mit Rewind Rounds und Opening Shot, ja. Deadlift mit Rewind Rounds und Opening Shot. Komplette. Für PvP ist das eine God Roll, ja. Dann kommt der das Teil einsammeln hier. Ja. PvP God Roll. Und Drago, du hast. Keine Chat, dieser Kristall, der hier gespawnt. Also Drago, Firefly ist schon goddamn OP. Hier. Ja, hier, Collect, hier ist Collect, hier oben. Hier, oh. Dani, hier. Nein, hier ist auch was zum Collecten. Echt? Wo ich drin bin, ist was zum Collecten. Wo bist du denn? Spring da oben drauf, haben die. Oh. Digga, ich stand, literally, ich stand gerade hier, Leute. Ich war da, wo Nico gerade steht. Ja, da ist Collect, ne? Hier war das, hier, direkt auf mit unter mir. Ah ja, Daniel, das war hier. Das war das hier. Das kam bloß, konnte man bloß von da auch einsammeln. Ja, Delta geht gerade den Weg weiter. Donde. Ich wurde runtergeschubst. Ja, aber actually. Du gehst ja trotzdem den Weg weiter. Da oben. Also das ändert ja nichts. Ja, nee, ja. Es hat doch nie, es da, oder weniger. Es hat doch nie. Aber runterspringen wollte ich da eigentlich. Guck schon mich an. Alle weiter nach unten. Es ist ja, beide kriegen Fatebringer, Alter. Am besten kriegen beide am Ende auch noch scheiß Wechsel. Wie sieht Klasse. Nice aus. Möchte ich haben. Ich habe nur Rüstung bisher bekommen. Ja, haben die der Rüstungsfluch. Ja, es ist true, Junge. Ich habe das ultra geile Zeichen, was ich mir safe erstmal transmorgt habe. Ich finde dieses Zeichen so geil. Und dann habe ich noch die Arme und den Brust bekommen. Ich finde die Rüstung aus dem Raid nicht geil. Nur das Zeichen ist geil. Wir holen gleich die Hidden Chest. Nein, die vom Titan. Man kann die, so. Alter, man kann die Hand Cannon auch einfach mit Glühwürmchen kriegen. Ja. Liam, Glühwürmchen. Ich weiß nicht, wo ich hinspringe. Glühwürmchen. Nein, ich springe einfach durchgehend hinterher. Ja, ja, hier runter einfach. Und dann ist so ein Stein. Also man muss hier immer noch sich so ein bisschen durchtasten. Das. Der Weg zu den Gorgons ist auch wirklich sehr kacke. Konfus. Sehr skufft. Konfus. Hier runter komplett. Konfuzius. Digga, Junge, wie tief man hier halt runtergeht, ne? Aber mir ist heute erst aufgefallen, wie viel Sinn es macht, dass World of Glass zurückgekommen ist. Mal. Könnt ihr ganz kurz mal Ruhe, ich glaube, das schön sein. Irgendwas. Ah ne, okay, gut, ich bin jetzt gerade runtergefallen. Nee, doch, du hörst, glaubst du nicht richtig was. Ich komm hinterher noch. Ja, ich hab gerade irgendwas Glitzerndes neben mir gehört. Vielleicht irgendwie war das ein Collectible, ich bin mir aber nicht sicher, weil... So, ich kann's dir halt auf jeden Fall so sagen. Warum dieser Raid zur jetzigen Season zurückgekommen ist, macht absolut in einer Hinsicht Sinn. Atheon ist der... Wir sind im Gorgon-Labyrinth. Okay, alle bleiben bei mir. Alle warten, Digga, ich bin noch nicht mal ansatzweise bei euch. Alle bleiben bei mir. Doch bist du. Nico, du bist straight bei uns. Ja, ich war gerade immer noch ein bisschen weiter. Willkommen mit Delta? Ist Delta auch da? Warte. Liam! Hallo, ich bin... Wo gehst du hin, Junge? Ich hab keine Ahnung, Junge, ich bin gerade... Ja, deswegen sollst du hinterherlaufen, Alter, wenn du eine Kopflos willst. Ich hab gerade eben gesagt, sollst du da bleiben, aber egal. Ich weiß, Digga, ich war eben gerade im Inventar und wurde hierher teleportiert. Jetzt entspannt euch mal. Das ist komplette Bullshit. Da vorne sind sie. Pass auf, dass du wartest halt einfach nicht. Mhm. So, hier ist das erste Teil. Ich schieße jetzt kurz kaputt. Alle hier mit am besten oben drauf, damit euch die Gorgons nicht auffressen. Sind so, Gorgons. Achtung, eigentlich. Das sind Viecher, die dich komplett wegwipen, wenn sie die sehen. So, der Wichser da unten fliegt da lang. Nicht weiterlaufen. Ach, da, ich sehe sie. Ja, ich hab alle gebuddyblockt, Alter. Gehen die andere Zeit weg? Irgendwann gehen die wieder weg. Wollt ihr Spaß haben? Haben die. Ja. Wollt ihr Spaß haben? Genau, diese Geräusche locken die Viecher ja gerade nur zu uns. Aber, Michael, läuft's immer gut. Ja. Tobi. Nicht mehr Clear. Clear. Hm? Da oben müssen wir eigentlich. Dann wir gehen weiter. Entspann dich. Wartet. Ich kann keine Unsicherheit mehr werfen. Ich habe nicht meinen Fokus gewechselt. Lass mich nur kurz meinen Fokus wechseln. Er guckt uns an, aber er schießt uns nicht an. Das macht Angst. Pass auf wegen dem Drecksack da unten. Meinst du, links neben dir ist? Beweg dich. Hinter uns ist einer. Okay, jetzt laufen wir. Komm mit. Ganz Drago hat wahrscheinlich gerade richtig Angst einfach und bleibt so bei Daniel so. Ja, ich gucke dich am nächsten. Pass auf, wegen dem da vorne. Der schiebt Autismus. Ducken.
Rechts von uns, rechts von uns. Entdeckt. Draufschießen. So, weißt du jetzt, warum man nicht gegen Gorgons kämpft, Humpty? Nein. Ja, vor den Guillotine rein, ja, nein, nicht vor den Rakete, what the fuck? Mach den auch nicht One-Hits. Na und, aber viel Damage. Du machst denen kein Damage, du. Wenn die. Du hast kurz 2 Sekunden Zeit, den Damage zu machen, dann dead. Mach mir jetzt einen scheiß Guide auf der anderen Seite auch, Junge. Der Typ läuft auch übel schizophren. Okay, alle mitkommen. Sind wir. Ja. So, wir müssen hier geradeaus rein. Dann schießt der Typ da vorne die Dreckskacke weg. Und rennt dann. Vorsicht, der Gorgon da vorne. Rennt dann hier rein. Hinter uns. Hinter uns. Willkommen alle. Ey. 2 Sekunden. Ah, da, hier auf den Stein. Hier auf den Stein hoch. Ganz hoch? Oh Gott, war es knapp. Hier drauf warten. Ah, rechts, rechts neben uns ist was. Drakodiak, wenn sie sich nicht beeilen, sterben. Ich hab nicht gesehen, dass ihr euch bewegt habt. Dann Digga, er hat doch. Wir haben doch sogar gesagt, dass wir. Hier rüber springen. Los! Wer. Nein, nicht los! Ach man! Leute! Ich gebe mir auch gar keine Mühe drauf zu schießen, Alter. Digga, da mach ich wenig die Mühe, Alter. Wenn wir von den Gorgon gefunden werden, ist es vorbei. Da wird sich dann nicht wirklich was dran ändern. Das kann ich sogar sehr, 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 sehr genau sagen. Kurze Frage. Ist der Explosionsradius über die ganze Map? Ja, es ist ein Insta-Wipe. Oh. Oh nein, Tobi, oh nein. Aufhören zu schießen! Alle ja, mit mir mitkommen. Ich tue mich schon die ganze Zeit, aber ja. Die Gorgons hat noch Angst. Wir gehen denselben Weg wie eben. Alle unsichtbar. Und alle mitkommen. Nee, nicht da lang. Hier oben auf dem Feld sind auf. No, du hast aber immer so einen Schlenker gemacht. Oder braucht man den gar nicht? Oh, ich fahre gleich runter. Oh. Sorry. Das war mein Bett. Ja, los, Mili! Okay, alles gut, Jungs. Ich hab den einen Scheißer noch. Das eine Scheißer noch kaputt bekommen. Alles gut. Was müssen wir denn alles kaputt machen? Ja, wir müssen so Kakteile kaputt schießen. Oh. Was ist, wenn wir die Kakteile kaputt schießen? Dann öffnet sich der Weg zur geheimen Kiste. Okay. Müssen wir das immer wieder neu machen, oder? Nein. Also wie viel brauchen wir davon? Wir haben ja jetzt 2 denn durch dich. Nein, warum rennt ihr los? Weil, wie immer. Mein Platz. Es wäre aber tatsächlich echt am schönsten, wenn ihr mir folgen würdet. Ja, Tobi. Was ist mit ja, mir? Wo bist du? So, okay. Alle. Ich bin noch in der Luft. Alle den ganz normalen Weg hier lang. Auf rechts, der kommt gleich. Nee, der sieht uns nicht. Wenn wir schnell genug sind, sieht er uns nicht. Doch, ja, hat er. Nicht gesehen, weil wir schnell genug waren. Extra stehen geblieben. Ne, sehe ich nicht ein. Daniel, Nico, ich komme zu dir. Hatte Hoffnung, dass man das wegkommt. Kriegt ja nicht ein bisschen Muni wieder, ist ja richtig behindert. Ja, ich natürlich. Ich mach jetzt genau dasselbe wie Tobi. Es ist ja auch nicht geplant, gegen die Viecher zu kämpfen, Alter. Time is detected, die wurden sogar 2-mal detected, Alter. Stark, Jungs. Es steht immer dran, dass jetzt mehr detected werden. Das Ding ist, Humpty zählt als 10 Personen, also den kann man sie übel nehmen. So, Tobi, ich mach die jetzt nach. Komm, na, ihr geht immer den falschen Weg. Let's go, Tobi hinterher. Woo! Ja, Sackgasse, yeah! Dann mach es halt alleine. Dann mach es alleine. Daniel, ich komme. Du bist aber Knecht! Wir haben gesagt, wir kommen. Er hat gesagt, in der Probe hinterher. Nein, Detlef und Drago rennt Tobi hinterher, aber nicht ich und Nico. Nein, ich bin auch Daniel hinterher gelaufen. Drago, nerv nicht. Und wir schaffen es gerade. Du hast gesagt, du machst es wie Tobi. Ich schaff's gerade. Ja, mit dem Fliegen, mit der Brust. Der wie wir es schaffen. Ich bin bei dir. Ja, ich auch.
Du musst uns nur sagen, wo wir dann hin müssen. Down. Tobi. Wenn du den Weg, den wir gelaufen sind, ein bisschen weiterläufst, müsstest du irgendwo zwischen einem Felsspalt einen Dingens sehen. Einen Kristall. Nicht einen Kristall, so ein Deckswürfel, weißt du? Tobi, Achtung, der Gorgon läuft dir gerade lang. Ich bin runtergefallen. Du bist noch unsichtbar. Wir sind dead. Oh mein Gott, das ist so knapp. Ich hab einen roten Kreis. Ja, ich sehe den auch. Ich bin auch da hinten. Schieß ihn ab. Hier lang. Ja, und der Weg ist offen. Ich hab meinen aufgemacht. Ja, der Weg ist offen. Alle mitkommen. Jetzt müssen wir erstmal zu euch hinkommen. Nee, wir müssen erstmal wieder. Wir gehen wieder zurück zum Anfang erstmal alle. Wir haben Spieß E-Caster, da kannst du mit, also alle die E-Caster. Alle zurück zum Anfang. Da wo Drago draufsteht, gehen wir jetzt alle drauf. Oh mein Gott, endlich haben wir es geschafft. Na, wir haben es noch nicht geschafft. Das macht dir keine Hoffnung. Und alle bleiben jetzt erstmal hier oben drauf stehen. Okay. Was passiert, wenn er abschießen würde? Dann würde uns der Gorgon wipen. Ah, ist doch gut. Digga, dass sie diese angucken, er sieht uns direkt in die Augen, aber sagt sich so, nee, ich sehe die nicht. Ja, ich sehe schon das Video von Markus Style, wo er die ganze Zeit trollt, indem er irgendwelche auf irgendwelche Leute darauf schiebt. Das wäre tatsächlich typisch von Markus Style. Warte auf mich zu schlagen. Okay. Oh mein Gott. Liam, nein. Böser Liam. Ich setz mich erstmal hier wieder hin. Okay, gut, Jungs. Wir folgen dir. Kannst auch Granate werfen, wir sind alle bei dir. Wir gehen alle mal zurück zum Anfang. Da rechts ist ein Gorgon. Hat niemand gesehen. Oh, mate. Yaomings Massive Gorg, da ist er noch. Ja, die Verfolgung, seit Tobi Ulti gecastet hat. Tobi, komm hier runter. Pass auf, da ist ein Gorgon. Passt alle auf, da ist ein Gorgon. Ja, weiß ich. Der hat das Geräusch von Tobis Ult gehört. Tobi, willst du nicht diese Idee in Chest haben? Haben die alle in mich reinstellen? Wo bist du? Warte. Bin da. Alle mir daher, Digga, wo ihr lang lauft, da. Hier rein. Da, hier ist die Kiste drin. Oh, wir haben es geschafft. Oh, das ja, nochmal ein Schrot. Viermal, yeah. Hab Mod bekommen wieder. Ich hab die Schrot nochmal gekriegt. Ja, viermal jetzt schon. Warum ist hier ein Raid-Banner? Das ist ein Spot für einen Raid-Banner. Tobi hat das MG. Aber den brauchen wir nicht. Wow. Weil er wahrscheinlich auch vorhin bekommen hat. Darf ich dir eine Frage stellen, Tobi? Warum zerlegst du nicht deine Waffen oder schiebst sie in dein Tresor rüber? Warum? Ja, du hast alle Slots voll, Junge. Für was brauchst du die alle? Du dummer Knecht. Das habe ich gestern alles gespielt im Laufe des Abends. Ja, halt okay, Morgen, alle ready? Kannst dich alle hier mal vorne an die Tür stellen. Alle hier vorne an die Tür stellen. Immer noch dir folgen? Ja! Ja, wir gehen nochmal zurück, weil der Gorgon kommt wieder um, der Konflikt uns alle um. Also, Digga, wirklich. Artequats, ich kann's nicht mehr hören, wirklich. Digga, ich krieg's denn. Warum denn? Wir brauchen kein Rally-Banner! Och man, Leute! Das wir ist brauchen so. Kein Rally-Banner? Okay. Hier lieber ne. Der geht weg, Gorgon, der ist Gorgon, weg. Gorgon. Der kommt ist alle weg. Hierher, kommt doch alle hierher. Alle mich der reinstellen. Ja, und ja. Herr Hannes, du Retard. Ich war doch schon da, Junge. Nico war der weg war. Und ich hab's noch geschafft. Das fühlt sich echt. Digga, wer ist da ganz hinten, Tobi? Aha, Troll, hier geht's nicht lang. Ich kenne den Weg nicht auswendig. Alle einfach mitkommen. Das war sehr knapp. Junge, Nico, Alter. Einfach gesagt. Hier hin, alle schnell. Digga, ich sag schnell, Hamdi, wo stellst du dich denn hin? Ich bin hinten rumgerannt, Junge. Warum? Ja, aber Action. Ja, weil wir. Oh. Ich glaub, das war bei Tobi, glaube ich.
Ja, die Smog hat mich nicht getroffen, dann konnte ich nicht mitgehen. Ja, Digga, du Spast. Du sollst doch nicht um mich rumstellen. Und nicht ganz hinten in der Radio stehen. Wir tun dir keine Reihe anmachen, Alter. Aber das Ding ist, man hat auch irgendwie so eine Zeit, so wenn er sagt, so, stellt mich immer euch rein, 3, 2, let's go. Ich sag nicht 3, 2, let's go. Aber du machst aber 3, 2, let's go. Warte. Nee, er sagt, stell dich mit mich rein, bam. Kurze Frage. Genau, so 0,1er. Ey, warte, wie viele Hunters haben wir hier? Einen, ich bin der Einzige. Warum wechselt nicht noch jemand auf Hunter? Nein, weil wir das nicht brauchen. Weil ich ja nichts so dran habe, dass ich uns alle eigentlich immer unsicher Tobi machen kann. Aber wenn wir uns nicht gescheit in einen Kreis ausstellen, wo ich alle unsicher machen kann, wird es halt schwierig werden. Komm ran. Ja, Tobi, durch die beiden Gorgons hier durch. Hier hinstellen alle. Was macht Tobi da? Der schießt sich durch. Ich bin falsch gelaufen, hier rein. Alle in einen Kreis aufstellen. Wer hat uns gefunden? Er hat dich gefunden! Ich war einfach bei euch, nicht. Okay. Ich war bei euch. Digga, du bist bei uns und wir waren unsichtbar. Ich war bei euch. Nein, was war denn nicht mehr? Schlange. Ich war unsichtbar, ich hab uns gerade wieder. Nein, ja. Sag aber nicht, du warst es nicht, du warst es, du warst mit deiner Scheiß. Digga, du warst mit deiner scheiß Flammensuper in uns drin. Wie soll der Gorgon einen leuchtenden, mit Flammen überdeckten Warlock, der durch die Gegend fliegt, nicht Nein, sehen? Der hat mich entdeckt, dass ich schon lange raus war, Junge. Was für? Ist egal, er hat dich gesehen und das ist egal, wir machen es einfach nochmal. So, fertig. Wir laufen jetzt hier durch die Mitte einfach durch, alle laufen jetzt hinterher. Und wenn, weil wir das jetzt casual durchspielen, alle aufstellen hinter mir. Ja. Das war sowas von close. Okay, das aufstellen. Der ist dead. Ja, okay, gut. Ja, Mann. Üben wir. Ich. Nee. Kommt da drauf. Waren zwei. Da waren zwei ständig unsichtbar. Ich war nicht unsichtbar. Ihr müsst mir quasi auf Schritt und Tritt folgen, Leute. Ja, hatte ich auch, aber ich bin einmal zu weit gesprungen. Ich hab gecancelt zwar, aber ich bin noch zu weit geflogen für die Granate. Wer ist geleftet? Tobi. Warum? Hm? Tobi geht auf seinen Hunter. Willst du wenigstens das Unsichtbarkeits machen, Exo-Tobi? Ja, hat er. Wie beide das? Liam, warum? Liam, warum? Es wird reingehauen. Ich schick euch eine Postkarte. Wir können uns weiter auch Boss-Checkpoints holen, theoretisch, ne? Einen haben wir ja schon. Auf meinem Titan. Da mach ich doch rein auf meinem Warlock. Wenn der Boss nicht schwer wird, machen wir den öfters. Ganz einfach. Ja, wir können jetzt, wenn wir uns zwei holen, rennen wir in dreimal. Wir können ja einmal legit und zweimal out of map buggen. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn das jetzt überhaupt noch geht. Wenn es noch geht, dann lass mal einmal machen. Wie geht das? Weiß es nicht. Super. Ich weiß nur, dass es geht. Oh mein Gott, warum? Digga, warum hat das denn so geleuchtet? Ich dachte, es wäre irgendein Achievement und deswegen bin ich ja hingelaufen. Es war einfach nichts. Ja, natürlich. Digga, du musst in der fucking. Aber einfach, es hat actually geklappt, Alter. Ich bin einfach. Theoretisch muss es ja auch hier irgendwo im Maze wieder versteckte Dings geben. Versteckte sammelbare Objekte. Digga, die sammeln wir jetzt aber nicht ein. Also, ich will jetzt nicht in den Raid bis 24. Ja, irgendwann ein Video und dann finden wir auch. Richtig, irgendwann machen wir den scheiß Raid Triumph, damit wir die Kacke da fertig machen. Das kann ich verstehen. Irgendwann machen wir sowieso. Den Raid schneller. Genau, seht ihr das da hinten, da links? Das hat da so gebrannt und dann dachte ich, das wäre irgendwas, was man einsammeln kann. So. Deswegen bin ich verreckt. Tobi. Wir fangen alle hier an. Alle stellen sich jetzt hier runter. Tobi, ich habe zwei Nets, du hast zwei Nets. Wir müssen die aber abtimen. Alle mitkommen, so schnell es geht. Ja. Hinter den Stein. Wo rennt ihr hin? Hier hinterher. Hier rein. Oder da? Ja, jetzt. Hier hin. Tobi. Mach. Nico einfach komplett. Ah nee, hä, lol. Anzeigefehler. Hier hin.
Hä? Ah, ja, was Drago ist. Ich hab den Buff nicht gekriegt. Warst zu langsam. War ich zu langsam? Ich war zu weit oben. Habt ihr Mathe nicht aufgepasst oder wisst nicht, was ein Kreis ist, Alter? Nee, Drago war zu langsam. Ja, nein, ich war nicht zu langsam, ich war zu weit oben. Ich war über euch. Hä? Warum? Anders. Weil ich hochgeschwungen bin, um schneller zu sein. Daniel, weil du dodge einfach immer. Dodge um die Gorgons. Nein, ich muss nicht dodgen. Nicht. Ich muss nicht dodgen. Weil ich habe meine Energy direkt wieder ready, Tobi. Na gut, dann nicht. Da kommt jetzt mein Hanse aufgelegt. Aber egal. Ich habe hier meinen Ninja Hunter und dann. Hier hin alle. Jupp. Ineinander. Wir werden straight rennen, also links um den Stein darum. Wenn kein Gorgon in uns reinrennt, da ist ein Gorgon. Oh, hinter den Stein hier, hinter den Stein hier. Ja, da haben die war nicht unsichtbar. Eventuell sollte ich nicht mit dem Schwert schlagen, weil dann geht mein Schwert weg. Wow. Das weißt du doch, oder? Mein Gott! Oh mein Gott! Humpty, kannst du mir einen Gefallen tun, bitte mal mit deinem Kopf so fest gegen die Wand rennen, dass alles da drin wieder gerade wird? Du spielst dieses Spiel seit zwei verdammten Jahren und du kriegst es nicht auf die Reihe zu wissen, dass deine Unsichtbarkeit weggeht, wenn du mit dem Schwert schlägst. Doch, Junge, aber ich hab mich verklickt. Ich hab mich Digga. Wieder... Du musst deine Maus in den Schrank in die Krippe in die Hand nehmen. Schock. Hier rüber. 3, 2, 1, wenn ich Schmock. Oh, Daniel. Zweimal Buff, egal. Ist besser, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr lange Zeit. Hier stehen bleiben. Komplett. Hallo! Sind alle da? Nein. Warte. Wo war denn der kacke Ausgang, Tobi? Oh, hier ist was zum Sammeln. Hier ist ein Collect. Hier ist ein Collect. Dead. Alle schnell aufsammeln, das Collect. Hä? Lol. Hier ist kein Ausgang, hier ist nur ein weiterer Gorgon drin. Mann, wo war denn der kacke Gorgon-Ausgang, Digga? Das reibt mich schon wieder so auf, Junge. Der ist soweit, seit von dem Bild her, was ich noch im Kopf habe, war das eher so mittig, links oben irgendwo mittig von dieser Map. Nicht am Rand, das war irgendwo mittig. Lass mich mal kurz raus. Digga, oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich bin Fatigmente, die komplett in einer ganz bösen Schiene. Wieso? Wenn ich mich nicht täuscht, ist die Hidden Chest gleichzeitig auch der Ausgang. Stimmt. Dann lass uns da mal hinlaufen. Nein, wir müssen die wieder aufschließen wahrscheinlich. Ich lauf kurz. Nein, ihr wartet kurz hier. Ich lauf kurz alleine los und guck, ob die Scheiße offen ist. Es gibt eine Hidden Chest und es gibt einen normalen Ausgang. Ich guck gerade. Hat mich entdeckt. Die Tür von der Hidden Chest ist noch offen. Schau mal kurz einfach. Geht's ja weiter. Lass mich nochmal hinlaufen. Ich wurde halt vom Gorgon entdeckt. Ich hab mein Bildschirm war halt dunkelrot, ich hab halt digital nichts gesehen. Ich hab mich halt genau vorm Gorgon wieder unsichtbar geworfen, was glaube ich nicht so schlau war. Ich guck mir grad einen Guide dazu an. Jetzt erst? Nein. Discord oder so. Ich da. Alter. Ich hab Drago Nico Dienst, Alter. Beide Aufgaben. Hast du nochmal Loot bekommen? Ich hoffe nochmal. Nee. Doch, ich bin schon im Hunter drin gewesen. LOL, Pfeifetz! Alle mal kurz Charakter, nein, Spaß, wir machen das jetzt nicht. Wir machen das später. Wenn schon, denn schon. Ich glaub, hier ist nichts. Nein. Ey, ich geh mal kurz alleine los. Ich geh mit. Aber warte kurz, Gorgon.
Achtung, Gorgon. Nein, seid ihr. Amti, du bleibst hier. Oh, schöne Waffe, die sie da haben. Dankeschön. Die haben auch eine sehr schöne. Geh ja den Stein, Tobi, hinter Stein. Guck dir das an. Geh da hinten ran und hat uns entdeckt. Aha. Sieht gut aus, oder? Ich muss gucken, welche Shader sieht denn bei dieser Waffe gut aus. Immer Kallus Nummer 1. Also, habe ich jetzt ja nicht. Hat er nicht. Und Nico, wie weit bist du beim Guide durchs Labyrinth? Ich zieh jetzt einfach mal los. Ja, same. Ich renne einfach zum Ausgang, ihr könnt uns ja abholen. Lol, oh mein Gott. Die letzte Hidden Chest ist, by the way, vor der letzten Bossphase, also quasi auch nochmal hier drin. Aber nicht direkt hier drin. Na bitte, ihr macht das schon. Nee, ihr könnt auch sonst auch. Könnt ihr nicht die leere Super nehmen, also diese, wo ihr auch unsichtbar werdet? Nein, weil wenn wir uns Remili machen, wir uns direkt unsichtbar. Und wenn wir in der Nähe von den Gegnern ausweichen, kriegen wir uns raus, weil ich kacke wieder zurück. Das ist ja das, was so super OP ist. Ich weiß, aber ich meine, ja, mit dem Ausweichen, aber wenn du keine 100er Mobilität hast, bringt sie gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir gerade aneinander vorbeireden, aber. Spectre Blades, jetzt Rechtsklick, wird man doch auch unsichtbar. Falsch. Bei Spectre Blades wirst du unsichtbar, wenn du jemanden aus der Hocke raus mit Rechtsklick, Headshot tötest. Spectre Blades, das ist die Void mittlerer Bau. Daniel, ich hab den Weg und wir sind eigentlich fast richtig gelaufen, bloß einmal sind wir falsch abgebogen. Ja, ich suche jetzt, ist mir jetzt egal. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß ganz genau. Na. Ist egal, ich will selber rausfinden. Wir suchen gerade unsichtbar, Nico, lass die suchen. Das nicht mein Spaß. Nee, ich spiel gerade mit den Gorgos rum, das ist das Einzige, was ich mache. Ja, ich hab ihn jetzt auch, ich weiß auch, wo es lang geht, Nico. Ich probier nicht, dein wurde gefunden, nicht ich, ja. Das ist ja Bullshit. Weirdchamp mal 2 einfach. Nee, hey, wer hat da hinten den von wem wurde der getriggert denn? Von Nico, glaube ich. Nein, ich bin erst später losgegangen. Da hatten wir schon. Ich schwöre bei Gott, bei mir war kein Gorgon in der Nähe und ich war unsichtbar. Ich bin Ninja. Guck, alle waren schuld. Das Ding sagt aus. Guck, die waren alleine hinten. Times detected, alle haben 3, alle waren schuld. Ganz einfach. Okay. So, okay, weißt du was? Ich hab grad Horny Edge gelegt. Nico. Ja. Du läufst jetzt voraus und sagst immer, wenn Unsichtbarkeit weggeht. Okay. Warte, dann lass erstmal wieder was nach vorne. Ich hab. Ja, so. Nico, der Führer. Nico, du bist nicht unsichtbar. Ach, Digga, komm da einfach mit, ich weiß auch, wo es lang geht. Unsichtbarkeit nochmal. Und wir wurden weg. Von der hinteren. Digga, Nico, Alter, jawoll, Nico, Digga. Warte. Auf jeden Fall, ich weiß, wie es lang geht. Bitte warte kurz. Du gehst jetzt nicht auf deinen Hunter. Doch. Nein! Nico, du hast die Exo dafür nicht. Hast du das Exo nicht? Hast du das Exo? Egal, aber trotzdem ist es leichter für mich, denn. Closed. Fireteam closed. Bis du wieder auf deinen Warlock gehst. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ich möchte doch nur mal gucken, ob es da wirklich derselbe Weg ist. Danach wechselst du. Nee, weißt du, weil wir jetzt in der Rail sind, hat er sich verändert, der Weg. Junge, bitte. Junge, Nico, du dummer Knecht. Komm einfach wieder. Es ist scheißegal, auf was er kommt. Er soll einfach wiederkommen, Junge. Nein. Und ich mach jetzt gleich den Weg, Alter, Junge. Du willst so scheiß Map öffnen. Dann mach jetzt wieder offen. Ich bin auf meinem Warlock. Moment. Ja, also, let's go. Wer ist der Raid? Gläserne Kammer, ne? Also, Vault of Glass, VOG. Viel Spaß, Digga. Wir gehen zusammen. Warte, warte. Wir reden so über Bossface, so bleiben wir Gorgon und Phase stecken. Dann machst du auf hier hoch auf den Stein. Aber willst du kurz warten da oben auf dem Stein? Ich warte kurz. 3, 2, 1, wie ich mach wieder Vanish. Ja, die Hohe lang. Gut, nochmal eingestellt, Nico. Ah, hab ich den Gorgon gerade angelockt? Chest 2. Also es gibt einen Weg zu Chest 2 und es gibt einen Exit. Siehst du das, den Stein da drüben? Einfach wenn du jetzt straight gerade ausguckst. Nicht durch den Tunnel da. Mach uns unsichtbar, ich spring mir kurz nach. Warte, geht nicht. Okay, dann ich brauche, warte mal kurz, haben wir in der Nähe, ist alle Wetze weg. Warten. Warum, Daniel? Junge. Komm mit, ich zeig dir den Weg kurz, komm mit. Wir gehen hier lang. Ja, dann da vorne raus. Hier rüber. Und da vorne dann raus. Hier. Genau. Ich weiß. Passt durch, Alter. Wer hat denn... Ach, Digga, wer wurde entdeckt?
Wir laufen ja, alle zusammen durch. Wir laufen alle zusammen durch. Warte doch, junge Mann, wir fahren fast. Dann lauf von Anfang mit an mit oder wartet da? Entweder alle oder keiner. Einer für alle, alle für mich. Einer für alle, alle für mich? Was? Stopp, ja. Alle immer hier Stimme. For real. Nicht Double Jump. For real! Am besten nicht Double Jump. Digga, Tobi mit seinem scheiß Schwert da ready aussieht, Alter. Am besten nicht Double Jumpen. So, mach ich trotzdem. Am besten nicht Double Jumpen. Mach ich wieder trotzdem. So ein richtiger Arsch einfach. Ja, jetzt können alle hier auf dem Felsen versammeln. Wir können uns nicht mehr detekten. Hey Kuh! Wir können uns nicht mehr detekten. Was ist mit dir? Was für die können uns nicht mehr detekten? Wenn wir jetzt von den. Wenn jetzt den anderen. Du. Petter. Dreckiger. Wichser, Nico. Du hast Titan. Du bist auf meinen scheiß Kopf gesprungen, Nico. Spring noch einmal auf meinen Kopf. Unsichtbar. Okay. Tobi? Ja, er hat mich gefunden, weil ich nicht mehr oben war, weil Nico auf meinen Kopf gesprungen ist. Nico, wenn du nicht unsichtbar bist, springst du nicht los. Spring und noch einmal Nico, unsichtbar Mann, los. Nico rennt nicht weg von uns, wird die Unsichtbarkeit selbst werfen. Spring noch einmal Nico, du bleibst los, einfach Nico. Da. Spring einfach noch einmal da. Unsichtbar los. Noch ein einziges Mal. Jungs, Alter. Nicht so aggressiv, Alter. Die können komm, die nicht löschen. Leute. Wirklich, spring noch einmal auf meinen Kopf. Und ich fahr, die können uns und ich fahr zu dir nach Schleswig-Holstein und gib dir so einen Kopf los, dass deine scheiß Schädeldecke durchbricht. Und Nico, selbst wenn die uns nicht mehr detekten können, wir springen da trotzdem auf Unsichtbarkeit, mit Unsichtbarkeit durch. Weil einfach nur wegen fucking Bug oder sonst irgendwas, wenn sie uns doch detekten sollten. Tobi. Wir machen es einfach unsichtbar. Tobi. Macht jetzt einer von euch. Tobi. Warte, Tobi. Ich hab eine gleich. Gleich! Ah. Hopp uns! So, und wir bleiben jetzt alle auf diesem Scheißstein stehen, Nico. Tobi. Kann ich manchmal so rein in der Fresse halten? Ich hab's schon beim ersten Mal kapiert. Nee, offensichtlich ja nicht. Du hast ja gesagt, die können Jungs, nicht Alter. Das ist, Digga, das ist fucking Mobbing, was ihr hier macht, Alter. Was ist das? Mobbing, Alter. Ja, Mann, und das, was ihr mir fertig macht. Und das, was ihr jetzt bei mir macht, ist dann berechtigt. Ja, das ist berechtigt. Oh. Weil du spielst schon sehr lange, Nico nicht. Das ist ja ich kann nicht sagen, nicht. Aber Hamdi und ich haben keinen. Das sind dumm. Nico, komm her, Nico, nicht. Komm her, Nico, komm zurück! Wir rennen jetzt einfach nur dumm rum und werden nicht entdeckt. Alter, Jungs, also. Das waren wir nicht. Ihr wart nicht. Nein, die sind. Die beiden Unsichtbaren sind schön in so eine Gorgon beide reingerannt, Alter. Das ist richtige Knecht. Oh, bitte, Alter, sonst liebe ich dich den scheiß Einsatztrupp und lauf da solo durch. Junge, tut ihr doch schon. Niemand kriegt es gebacken. Junge, jeder springt auf meinen scheiß Kopf und ich stürze ab ins Jenseits und alle gehen nicht in einer gescheiten Linie. Digga, alle sind zusammen auf diesem scheiß Stein. Ich mache uns alle unsichtbar und alle gehen in jede Himmelsrichtung. Hä? Ja, Tobi, ihr geht nicht in jede Himmelsrichtung. Tobi rennt jetzt alleine. Oder? Nee. Tobi, bitte, kann ich mitmachen. Hallo. Na? Wir müssen weiter vor, wir müssen ein bisschen weiter. Ja, okay, gut. Hab ich schon gesehen, dieser Daniel auch. Er hat einen von euch gesehen. Er hat einen von euch gesehen. Du hast es direkt predicted. Ja, Digga, wahrscheinlich tun gerade Tobi und Liam zusammen in einem scheiß Steam-Anruf viben, Alter. Mhm. Ja, dachte ich, es wäre doch ja geil. Ich glaube, Tobi läuft da gleich solo durch, der hat gleich keinen Bock mehr. Okay, also Tobi hat jetzt gerade angeboten, dass wir einfach das alleine machen und dann holt. Mach das. Nee, weil nach dem Labyrinth gibt's noch eine Hidden Chest. Ja, ich glaube, die Tobi, ist. Warte Gott auf mich. Er meint, dass das in der Hidden Chest ja, halt. Ja, beim Jump'n'Run ist eine Hidden Chest. Hinten dran bei einem Jump'n'Run ist noch eine Hidden Chest. In Jump'n'Run.
Einer von euch, Tobi, der ist runtergefallen. Nein, Tobi ist ja nachher runtergefallen. Einer von euch hin dran wurde entdeckt. Die war nicht weit. Nee, definitiv nicht. Die kann uns da gar nicht sehen, Hampi. Ich war unsichtbar. Meine hat doch nicht rot geleuchtet. Das war auch einer bei uns, der, wo Tobi dann zum Schluss unten mit war. Warum machen wir es nicht so, dass wir wirklich jeder auf Hunter gehen? Weil nicht jeder von uns nicht alle das 6 zu haben. Weil nicht alle das 6 zu haben. Das bringt nichts. Dann dauert es eben halt. Der dauert halt eben ein bisschen länger, Alter. Willst du dir bis 3 Uhr sitzen oder willst du den Raid so schnell wie möglich zu Ende spielen? Alle machen auf ihre Rüstung Disziplin einfach richtig hoch. Nico, schon, nein, ist jetzt egal. Nein. Nico, ich glaube, du hast nicht die Rennen, Glück davon gehört. Während wir keine Unsichtbarkeit haben, bemerkt ihr was Falsches? Und machen das einfach ohne Unsichtbarkeit. Das geht auch. So. Sehr gut, Humpty. Oh. Und der eine ist da hinten, wo der. Naja, meiner. Wir schaffen es einfach ohne Unsichtbarkeit, Digga. Braucht den Hunter. Sahne. Bitte halt die Fresse, Digga. Da geht's zu Tobi Chess, da. Rock. Ich weiß, wo es lang geht. Tobi, du dummer Knecht. Tobi soll sich einmuten. Daniel, renn mal bitte mit mir. Ich brauche jemanden, der mich unsichtbar macht. Oder irgendeiner. Nico, Daniel, Tobi. Einer von euch drei muss sein. Nico hat keinen Hunter. Nico ist nicht auf seinem Hunter. Ich renn. Dann Daniel oder Tobi. Ja, richtig. Okay, komm mit, Daniel. Warum bestimmst du eigentlich, was ich zocken darf? Ist jetzt egal. Weil ich keinen Vater bin. Kannst du mich hier unsichtbar machen, Daniel? Ach, nur kein Bock mehr. Ob du den Milch holen gehst. Junge, ich geh so oft die Milch bei deiner Mom holen. Ich schmeck ausnahmsweise sogar gut. Tobias Weber. Butter mir den Po und nimm mich Glückspilz, Mensch. Ich hab den Ausgang. Ja, da hinten geht's auch lang. Ja, warum sind dann Daniel und Tobi immer weitergerannt? Ja, wir haben's geschafft. Und jetzt Detlef, Tobi, ihr seid viel zu weit. Schnitt, danke. Rechts. Wenn wir jetzt an euch beiden noch scheitern. Oh Gott, ich glaube, wir sind komplett falsch. Ihr seid auch komplett falsch. Ihr seid viel zu weit. Wir müssen rechts. Pass auf, die zurückkommen und gehen. Oh ne, das ist das Jump'n'Run. Sind wir nicht. Hä? Die alten Platten verschwinden, wenn die neuen auftauchen. Wir müssen alle zusammenspringen. Let's go, Gorgons Stachen 4, yeah. Was ist denn jetzt der Weg? Ach, hier auf den Rand. Ja, Mann. Hättest du vielleicht mitbekommen, weil du dich nicht mehr so gemacht hast. Wenn ich durch... Oh mein Gott, wir müssen jetzt nicht alles von vorne anfangen. Nein, also wir machen das jetzt einfach so. Ihr rennt mir jetzt alle hinterher, weil ich weiß, wo es lang geht. Ich weiß jetzt auch, wo es lang geht, also. Digga, ich weiß die ganze Zeit, wo es lang geht. Ich kann nicht. Nein, du bist die ganze Zeit viel zu weit gerannt. Digga, ich bin nicht zu weit gelaufen, ich bin außen rum gelaufen. Ich bin folgt dir, Hannes, du bist mein Meister. Wo ist Hannes Meister? Also ich weiß ja nicht, warum wir nicht wie Kameraden reden, aber wir tun's nicht. Ja, Meister. Wir schreien uns alle gegenseitig an. Ja, naja, Meister, ich führe mich. Einmal hier oben. Nee, Achtung, jetzt habt ihr die Aussage, eigentlich streiche ich alle an. Nein. Genau das sagen? Doch, aber ich würde damit auch sagen. Daniel, ihr einfach bitte es beide bitte lassen. Jetzt einfach die Kamera. Hier nochmal unsichtbar machen, genau. Du stimmst mir zu, ist doch cool. Ja, ich stimme dir zu. Ja, ich stimme dir in der Hinsicht ist da. Ich nur noch die Besserung. Ich stimme dir in der Hinsicht zu, durch. Dass du da hängst, dass ihr da. Oh fuck. Hier rein, wo ich bin. Da rein. Ja, schon geschafft. Es ist eigentlich so einfach, warum haben wir wieder so gestruggelt? Weil, ja, wir sind immer viel zu weit. Weil wir den Ausgang nicht genommen haben. Wir haben das Ding nicht gefunden, wir sind immer viel zu weit. Oh, und außerdem, Drago, wir haben einen Collectible. Also, alles gut. Ja, wir brauchen ein Collectible. Aber ich denke mal, es wird da drin 3 geben. Alle warten hier jetzt und haben die springen wieder rein. Jetzt, los. Alle auf die Plattform. Und wenn die eine verschwindet und die nächste auftaucht, wieder da drauf. Alles schön, ist ich. Und eventuell auch richtig springen, Drakoriak. Ey! Oh Gott, Alter. Das war knapp. So, ich bin da. Ich auch.
Und sie macht, ihr macht den alten. Okay. Ja, warum ja. nicht? Abkürzen. Nein! Ich sterbe nicht! Dort nicht direkt zum Boss reinrennen. Nicht direkt in den Bossraum reinrennen. Ja, Kinder, da wird es spaßig mit dem Hunter. Hier. Hier ist doch irgendwo die Hidden Chest. Hier oben drauf. Bitte nicht, noch nicht aufsammeln. Kann mir jemand warten, mir zeigen, wo es lang geht, bitte? Die Chest gefunden. Ich guck mir den Weg an. Nico, wo? Da oben. Hier. Ja, und wie sollen wir da hochkommen, Alter? Daniel, hier zu mir, Daniel, hier. Hier hoch. Ja, perfekt. Okay, Tobi, komm ran. Wer hat schon geöffnet? Digga, ich hab schon wieder nur Mods bekommen. Ich bekomme wieder die Scheiße. Digga, ich bekomme nochmal dieselbe Scheiße. Nochmal Schrotflinte. Wow. Ja, ich auch. Ich hab Mods. Was hast du bekommen, Drago? Nochmal Schrot. Das ist die fünfte. Rewind, Rose und Demolist. Komm rüber. Yeah. Ey, ich kann euch direkt einen Loadout für den Boss durchgeben. Ja, sag. Wer da wäre. Wenn ihr wollt. Anarchie. Das war's eigentlich. Anarchie, das Sniper und Automatikgewehr sind Premium. Jetzt hier rüber. Hier ist Sniper und Automatikgewehr. Mulligan Sniper. Und der Boss. Also, ich hab schon wieder das MG bekommen. Junge, ich hab halt literally. Ich habe literally. Dreimal Rüstung. Wir gehen schon los in den Bossraum. Alle her, komm. Drei Mods, dreimal Rüstung. Was anderes habe ich nicht bekommen. Ah, hallo! Nico, Drago, könnt ihr bitte runterkommen? Ich bin gerade da, ich will mir ein Autorifle holen. Jetzt! Das kannst du machen, wenn wir fertig sind. Drago! Tobi, reden wir darüber, dass du zweimal Morgenröte hast. Du hast zweimal diese Exodus da. Flügel der heiligen Morgendämmerung. Ja, Tobi ist auch nur ein Knecht und Elite einfach nicht. Boah, schaut euch an, Jungs, Digga, willkommen in der gläsernen Kammer. Das ist Liam, die Stirl dahinter ist es, dass ich mich entscheiden kann, welche ich behalten möchte. Jo, Jungs, wir sind gerade übrigens direkt in der Boss-Vorphase, ne? Also wir haben gerade die Boss-Vorphase angefangen, Jungs. Was müssen wir machen? Weiß ich nicht. Das war die Boss-Vorphase nochmal, Tobi. Es war mit dem Schild, man muss da mehrere Schilde sammeln. Nein, ich gehe jetzt einfach durch die Tür der gläsernen Kammer durch. Easy. Und rein, Jungs, ich gehe durch. Wollen wir jetzt schauen, ob wir den Boss. Nein, turn back. Können wir jetzt schauen, ob wir den Boss runterglitschen können? Nein. Oh, wir hatten das Schild. Darf ich das haben, bitte? Das ist Nico. Ja. Darf ich das haben? Ja. Guardian down. Woo! Nico, ich bin in der gläsernen Kammer. Nico? Gib mir das Schild. Nico! Das stimmt ja, in der ersten Phase muss man ja, man muss ja jetzt Platten capturen wieder, wie in der Ausflugsphase. Da muss man ja andere Schilde sammeln. Sacrifice itself to Confluence. Die Bossvorphase ist quasi alles. Also die Bossvorphase ist nochmal die zweite Phase. Erste. Nice. Nein, erste und zweite zusammen. Vorphase und erste Phase. Ja. Ich bin mit Drago zusammen. Hi. Ich bin mit Delta die zusammen. Delta die Soos. Ja, dort schon gestern war was nochmal. Naja, Hampi und Nico, ob das so ein gutes Duo ist, mal gucken. Wo ist denn meine Fusion? Ach, die kriegen das bestimmt hin. Ja, und dann ich war mit Deadlift gestern besser als mit Tobi, also von dem her. Ich war mit Drago einfach Dream Team. Das liegt aber auch daran, dass ich ein bisschen carry. Warum hab ich überhaupt Faith oder? Ja, noch nicht anfangen, bitte. Danke. Brauch ich Bubble? Nee, beim Boss aber. Welchen so, Zeichen spiele ich jetzt Rakete? Ich bin Schild-Dude. Ach, hier rechts ist ein Tobi. Eine. Schild-Aufgabe, aber was nochmal? Ich bin mentally disabled. Hm? Was war nochmal die Aufgabe vom Schild? Aufschießen wir. Aufschießen wir. Ja. Erstmal müssen wir wieder den Templer besiegen. Ja. Ja, rasieren wir den Templer weg. Ja, fangen wir an. Ja, gut. Platten. Hier ist eine 30 Nagel, meine ich. Das ist Nico, voll. Wir nehmen die rechts hier. Dann sind wir wohl in der Mitte, Daniel. Es gibt, glaube ich, Nico, keine Mitte. Es gibt nur links und rechts und Schildträger. Aber was, also wie sind das Schildteam? Was muss ich denn machen? Als ich muss Daniel defenden. Hast du jetzt das Schild gehabt? Nein. Ne, ich bin jetzt nur durch die Gegend gelaufen. Ich habe auch nicht geschossen. Ja, Digga, wir können wipen. Wir können wipen. Hallo. Ihr solltet vielleicht schon ein bisschen in der Mitte auf die Sniper rufen, ne? Also. Ja, wir können wipen.
hab's vergessen. Warte. Dann kick ich dich aber aus dem Einsatztrupp, Nico. Hab die Revive ihn und versuchen's einfach weiter. Digga, nein, wir versuchen es nicht weiter. Warum? Aus, pfui! Alter, also. Aus! Leute. Aus! Digga, Nico ist heute so fucking toxic, Alter. Spring doch in den Tod, Junge! Warum tust du es nicht zuerst? Digga. Oh, toll. Oh, das sieht ja aus wie dem Garten. Der no! Lösung. Ach, Digga. Nein, Drago, Junge! Jetzt siehst du, das ist doch ein Schuss, die Ult. Die Ult ist ein Schuss. Champions tauchen auch auf Überladung. Du hast mich durchgehend rumgeheatet, jetzt habe ich Daniel gerest, deswegen, weil du mich durchgehend nur rumgeheatet hast. Ich bin nicht gerest. Doch, bist du. Warum hast du mich gerest, Hanto? Ich hab immer angetäuscht und dann kommt Drago und hat mich durchgehend nur rumgeschoben, dann hab ich dich gerest gehabt und hab dich. Ja, genau. Haben die? Deadlift! Kannst du Overlord spielen? Bei uns spiele ich Überladung. Ja. Gegen den Champion, okay? Okay, ich spiele auch Überladung. Gibt's nur Overlord? Ja, es gibt nur Overlord. Lange. Offensichtlich. Ich muss dann jetzt einen Handkillen spielen, also spiele ich gleich meine Fatebringer. Kann ich in der Phase, muss ich das Sniper spielen? Ich spiele keine Sniper. Das nächste. Ich habe die Vorwurfsphase verpeilt, Alter, es tut mir leid. Dann kann ich nämlich auch mein Loadout spielen, womit ich auch gut wenigstens World of Schmarrn. Ich habe nämlich eine sehr, sehr gute Idee, was ich machen kann, wenn da diese. Seid ihr bereit? Warte, nein. Warte, noch nicht, Junge! Ich hab Premium. Sobald du auf deine Platte rennst, Humpty ist vorbei. Ich war nicht auf der Platte, ich stand davor. Ja, richtig. Ja. Aber auch wenn du davor stehst, wenn du in der Platte gehst, ist vorbei. Ja. Ich hab jetzt für nichts Muni, also höchstwahrscheinlich können wir eigentlich wipen, weil ich dann kacke. Ich wollte den Primus. Oh, das ist ein Kill. Oh mein Granat dafür wieder. Oh. Gatekeeper. Ja, das ist der Schildträger. Na, das ist der Schild. Ich bin nie gedrückt. Wo spawnen Gegner? Okay, jetzt müssen wir durchs Portal. Jetzt müssen wir auch das Ding hier aufbauen. Jetzt aus. Ja, jetzt in. Jetzt Nico, in gehst du cappen, dann ja. Def ich. Warte, wenn, okay, wenn Überladung, wenn Überladung kommt, ja, dann sagen wir. Das Portal ist offen. Leute, Ketten und da auch oben auf dem Stein drauf. Muss ich ins Portal rein? Nein. Machen. Schau, guck mal. Alter, Pfeife, hat du nicht morgen. Ich glaube. Hand die Überladung, Hand die Überladung. Du bist doch ins Portal, glaube ich. Rein. Nein, nur das Schildteam muss in die Portale rein, weil du das Schildteam kann die Schilde von dem nur tauchen kaputt machen. Ja, die laufen einfach mal, glaube ich. Na, ja, Gatekeeper ist da. Der Vex has sacrificed itself to the Conflux. Oh, ein Conflux. Ah, auf der anderen Seite gibt's zwei Gatekeeper. Drago, hallo? Was machst du hier? Ich bin aus Versehen reingegangen und bei euch hier ist ein Conflux drin. Also, wenn es zwei Gatekeeper gibt, jetzt wahrscheinlich auch zwei Schilde. Mann, die waren das. Also, nur die Schilde können auch bei den Confluxen. Nein, wie lost. Lost. Ich weiß noch, wie es war, Tobi. Wenn ich mich. What the fuck, interessant allein. Und zwar. Man. Sobald das erste Team. Also beide Teams machen die Portale auf und gehen da auch rein. Weil die schließen sich nicht mehr, meines Erachtens nach. Oder und immer dann, wenn nur der Schildtyp kommt, der aber noch mit dem Schild kaputt machen kann, macht man den Typen kaputt. Bitte? Ich hab nichts verstanden, wie das jetzt funktionieren soll. Also, Alter, Digga, als ob ich Spanisch rede, macht mich das wütend. Also, sobald man auf der Plattform war und das Portal aufgeht, dann geht das Team da rein. Und es spawnt bei beiden Seiten, bei beiden Konfluxen ein Typ, den kann man nur mit dem Schild kaputt schießen. Ne? Das heißt, ihr müsst uns dann sagen, yo, der Boy der G mit dem Schild, Sequeloikämie ist da und dann machen wir den kaputt. Gut, danke. Das heißt, einer von dem Platin-Team geht ins Portal. Bin zu dumm dafür. Beide. Wer hat angefangen? Wer hat geschossen? Wer war das? Niemand darf schießen. Einer hat geschossen, wer war das? Keine Ahnung. Nicht.
Digga, also doch wenigstens so ehrlich. Es wird sowieso keiner zugeben. Das Ding ist, warum? Warum? Ich versteh's nicht. Digga, es wird euch keiner irgendwie schwer nehmen, nur wenn ihr nichts sagt, dann tue ich das. Wirklich, mich fuckt das richtig ab. Wirklich, ja, Ehrlichkeit ist einer der Sachen, die mir richtig wichtig sind. Und wenn das nicht ist, dann bin ich eigentlich... Wir können das ja dann wirklich nachgucken. Für die, also wirklich für die Gruppe von Leuten einfach nicht geboren. Wirklich, no joke. Die können mich am Arsch lecken. Wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, wenn ich so mit denen hätte, ich wäre gefickt gewesen, Louis. Das ist being honest. Doch. Genau, und echt der Überladung. Ja, du musst ihn staggern, Junge. Du musst nicht sagen, hast du eine Überladung, sondern du musst ihn staggern. Hab das Schild, Boys. Tobi. Ihr müsst euch auch für die Platten jetzt stellen. Ja, Tobi ist nicht da, ich mach das hier gerade alleine. Tobias? Fly me to the moon. Tobi schaut sich gerade noch ein Video an. Ich glaube, er hat sich realisiert. Team. Abdi, Nico. Okay. Immer nur einer rein. Immer nur einer rein, okay. Ich bin drin. Ja. Damit das Portal offen bleibt. Und wenn dann ein Schildboy auftaucht, müssen wir Bescheid sagen, dann komme ich rüber. Überladung, das muss ich alleine machen. Obwohl es geht, der ist eigentlich relativ schwach, Ja, jetzt ist er relativ schwach. Der hat ein weißes Schild, Leute, der hat ein weißes Schild, der Typ, der kommt. Ja, hier ist der bei mir, Daniel. Bei mir im Portal ist einer. Mit einem weißen Schild. Die Türen haben sich gerade geschlossen, weil der Gatekeeper da ist. Daniel? Ich hab's gehört, aber ist ein Gatekeeper ist da. Ist die Wärme? Gatekeeper ist tot. Wenn der ein weißes Schild außenrum hat. Nein, den hat er nicht. Daniel, den hab ich. Ja, ja, bei mir. Nee, nur wenn der ein weißes Schild außenrum hat, der nicht Lia. Haben die. Hallo. Mein Gott, Klett, komm denn da bitte, Hilfe. Ich kann nicht mit dem Portal durch. Da hinten, die Hütte. Jetzt, Hydra, Daniel, weißes Schild on me. Nein, ich komme nicht rüber. Belastend, aber er ist da. Guardian down. Aua. Wipen. Na, komm. Wipen. Digga, wie anstrengend ist das hier bitte alleine? Also. Nee, jeder muss ein Schild aufsammeln, Jungs. Alle müssen irgendwie ein Schild haben, sehe ich halt bei Tobi. Drei Leute haben zum Schluss dann ein Schild. Nein. Easy Clap, easy, komplett easy Clap, meine Kinders. Erklär. Junge, ich hab die ganze Raid verlernt. Ich hab mir kein einziges Video angeguckt, weil ich dachte, ich könnte Raid noch auswählen. Ich hab mir reingeschissen. So, Drago und ich, Team Liam und. Ich bin Daniel. Nein, Liam und Hannes ist Team und Daniel und Nico ist ein Team. Warum? Wer möchte die ganze Zeit fighten und keine Aufgaben machen? Ich mach das! So, warum bin ich jetzt mit Nico in dem Team? No front. Warum renn ich rein? Nicht schießen. Warum bin ich jetzt mit Nico in dem Team? Ich war doch davor mit Delta. Wieso? Weil keine ganze Zeit reinzocken soll. Und wenn Nico und Hannes spielen, wird es nichts. Ich mach das. Ich will Delta machen, rumlaufen und nichts machen. Nein. Dann gehst du und Nico in die Mitte und defendet den Konflax, der spawnt. Also in der Mitte spawnt ein Konflax, den Konflax müsst ihr verteidigen. Nein. So. Drago und ich sind Gatekeeper. Tobi, du kannst vorne anfangen, Liam hört dir nicht zu. Ich kann nicht zuhören, weil mein Chef schiebt deine Katze aus deinem Zimmer raus, Junge, mach die Tür zu. Okay. Das Einzige, was Liam wissen muss, ist, dass er die ganze Zeit wechseln in der Mitte wegflexen soll. Ja? Okay. Ja. Einfach mit Nico wechseln bitte. Hier ist ein Collectible hier oben. Hier ist ein Collectible hier oben, ja. Ich hab's gerade bei Tobi gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's. Meins. Ich bin mal hier hochgesprungen wie eine Legende einfach. WTF. Ich werde alle Blocken wieder hochholen. Wir gehen weiter. Es gibt zwei Portal Keeper. Das sind Drago und ich. Wir haben Platten rechts, links. Wir gehen erstens, also wir müssen die Portale aufhalten. Das heißt, wir stehen uns beide auf eine rechte Seite als erstes, machen das Portal auf und dann geben die Portalautisten AK die Schildgeist rein. Ein Portal Keeper geht mit rein, killt da alles, holt ein Schild raus, kommt zurück in die normale Welt. Wir gehen, machen mit dem rechten Portal weiter. Sobald das gemacht wurde und wir drei bis zwei Schilder haben, gehen wir in die Mitte und defenden den Konflikt. Die erste Phase completed. Bitte nochmal. Digga, Tobi, wenn du double typest, höre ich nichts. Ja, true call. Also, Kurzfassung ist,
Detlef und Nico stehen in der Mitte, defenden den Conflux, flex einfach die ganze Zeit nur Vex um. Einer öffnet links das Portal. Und wie viele gehen dann ins Portal rein? Drei. Es gibt zwei Portal Keeper und das sind Drago und ich. Ich gehe dann jeweils rein und Drago verteidigt das Portal, dass das Portal offen bleibt. Und wir drei tun dann alle Vex clearen und dann nimmt einer von euch zweite Schild und nimmt es mit raus. Es gibt zwei Schilde. Hold up, Verständnis. Nico. Hold up. Wait a minute. Nico und Liam tun beide den Konflux in der Mitte verteidigen. Ja, das finde ich wahr. Drago und du, ihr seid beide Gatekeeper quasi. Ja. Sobald bei Dragos Seite jetzt das Gate offen ist, dann gehen du, Humpty und ich da rein. Ja. Und andersrum. Ja. Okay. Sobald wir beide Schilde haben. Geht in den Retin okay. Und dann müssen wir wegfetzen die ganze Zeit und dann ist die erste Phase vorbei. Ey, erste Phase wir Hilfe vorbei. Brauchen. Erste Phase oder Boss-Vorphase? Vorphase. Okay, let's go. Darf ich mal kurz noch was anhören? Und ich hab kein Raid-Bein aufgesammelt, ich hab auf, immer rumzuschießen wie die letzten. Ich hab einen bereit gehört. Nein, niemand hat bereit gesagt. Jungs, hier, ich muss Gatekeeper und Gate Opener. Portal links. Wir machen Portal rechts und links erstmal auf. Und dann Drago, ich gehe nach rechts, wir machen auf. Und dann geht's jetzt rechts oder links auf. Wir machen beide auf und dann gehen wir erst gewinnen. Also Portale gehen auf und dann gehen wir nach. Ja gut, Portal ist auf. Ich bin jetzt links reingegangen. Portal Autisten gehen links rein mit mir zusammen. Alle sind schon links drin. Gut, jetzt geht ich hier west, wir gehen hier wechseln kleppen. Bis hier das Dach kommt. Jetzt kommt aber so ein weißes Schild wahrscheinlich. Es kommt dir. Hannes, ich mach als erstes. Hannes, du sparst dir dein Stuff drauf. Hannes, ich bin der rausgeht danach. Übrigens, Jungs, ich hab kurz nochmal nachgeguckt wegen Dings, wie heißt es, wegen Collectibles. Und das aus unserer Gorgon-Phase. Oh nein, nicht jetzt, bitte. Expunction. Ja, Leute gewiped? Nein. Nicht jetzt die Collectibles, Rago, nein. Warum, die Collectibles sind jetzt scheißegal. Haben sich welche im Konflux gewiped oder wie sieht's aus? Scheinbar. Der Konflux hat gesagt im Putsch. Also das heißt, ja, der Konflux ist gedingt. Es gibt. Was waren die Mieten? Nur zwei Konflux, Tobi. Also bei mir, Liam war nix. Wir haben alles clear gehabt die ganze Zeit. Es gibt in der Mitte keinen Konflux, Tobi. Es gibt in jedem Portal ein Konflux. Es gibt insgesamt drei Konfluxe. Im rechten Portal war noch keine. Das rechte war gar nicht offen. Ihr könnt sich doch nicht so wipen. Bitte warte kurz. Wäre sehr nett. Der spielt Eyes of Tomorrow? Aha. Also nochmal mit den Collectibles, unsere Gorgon Collectible und diese Collectibles, dazwischen sind noch vier Stück. Cool. Die Collectibles jucken nicht. Ich guck mir mal die anderen Challenges und so weiter noch an. Oder ich hab alles aufgesammelt, von mir aus kannst du losgehen. Nein. Liam, ja, sorry. Ja, wenn ich losgehen höre, dann denke ich mir immer so, ja, okay, gut. Gatekeeper und Gate Opener rein zu links. Hey Nico, wir machen am besten so, wir teilen uns auf in ich mach hinten und du machst vorne. Okay. Wir gucken dann immer, wer Unterstützung braucht, aber damit wir einen Überblick haben. Ah, ja, so zum Beispiel hier, da hier Tobi, den Champion musst du. Tobi, machst du die erste wie Vernos, oder? Zwei Seiten. Du machst den ersten Boy G, oder? Du guckst, dass du hier den Fremdplatz machst und ich kann es machen. Okay, ich weiß jetzt, was das Problem ist. Ich und Nico haben nur vorne geguckt, hier auf der Seite sind auch noch Leute reingekommen. Ja, wow. Die Vernos? Nein, Schildboy. Okay, Überladen. Nein, doch nicht. Ich bin der Meinung, das erste Schild müssen wir direkt hier machen. Nein, weil Drago die Wexplate nicht mehr hat, kommt er durch. Drago, wir brauchen die Wexplate. Ich bin dabei, die andere Wechselplate, die deaktiviert worden ist. Und irgendwo haben sich Leute gefasst. Nee. Also auf der jetzt bei uns war nicht. Soweit ich weiß, bei sich aus den Links reingehört, da war da auch auf einmal ein Konflux. Also denke ich mal, dass im rechten dann auch ein Konflux sein wird. Ja, aber das rechte Portal wurde nie aufgemacht. Vielleicht spawnt es ja trotzdem, wir wissen es nicht. Meines. Warte mal. Wie war das? Wenn ich mich dunkel dran erinnere.
Also, ich weiß nicht, vielleicht hat sich auch die Mechanik geändert, Tobi, aber es gibt in der Mitte keinen Konflux. Da habe ich schon dreimal nachgeguckt. Oh. Es gibt. Liam, war bei euch ein Konflux? Wie? So eine Säule, so eine Säule. Wo? Bei euch. Warum? Warum fangen wir? Weil ich guck, ob es Konflux gibt, Junge. Ja, Mann, Alter. Raidbanner verschwendet. Das ist ja mein Raidbanner. Ja, ich hab den Safe, aber egal. Das ist ein Target-Set. Aber ist egal, komm. Wenn ich hier Relic aufheben. Soll ich? Wer hat das gemacht gehabt von euch? Ich hab das vorhin aufgehoben. So, ich nehme Lachs jetzt auf. Ich hab das ganz vorhin. Ich hab das vorhin als allererstes gemacht. Wir machen jetzt hier ein Portal auf. Mal. Ich helfe Liam jetzt. Und dann geht ihr zweimal rein. Ich guck mal hier den Stuff mich hier an. Und wir machen einfach wieder. Drago, du musst das Geld keepen. Liam. Champion. Und die ganze Zeit schon Gamekeeper. Ja, ich war. Ich dürfte nicht in den Kreis rantreten bei euch da drüben, gell? Tun wir auch nicht. Ach, Liam, da auch nicht auf dem Stein. Das zählt nicht auch noch, das habe ich gemerkt. Wie, was auf dem Stein? Ja, der Schildboy ist jetzt hier bei uns. Und der Schild. Da oben auf dem Stein, Mann. Und der Gatekeeper hier muss immer weg. Daniel, wir haben den Schildboy. Self to the Conflux. Welchen konnten wir mal links auf. Und wir sterben. Tot. Also, ihr wisst schon, dass mal, in dem Portal dieses Ding da, dieses Mittelding da, auch einen Konflux darstellen soll. Ja. Hä? Daniel und ich defenden doch durchgehend den Konflux. Also ist in der rechten auch noch ein Konflux und der muss gleichzeitig mitverteidigt werden. Genau, das heißt, der ist auch ein Konflux. Ich bin mir zu 100% sicher, Tobi. Übrigens, Digga, der spielt die Ex-Machina, der Typ. Der ist über der Ehrenmann. Wenn. Ist da bei denen in der Mitte irgendwo ein Konflux, Tobi? War bei uns jetzt gerade ein Konflux in der Mitte? Konflux ist doch der Torwärter, oder? Nein. Nein, der Gatekeeper ist der Torwärter. Ist so ja. Der Konflux ist dieses Kreisteil. So ein eckiges Teil. Nee, Nico, was wir defended haben, gehen die Wivern durchgehend. Ach so, okay. Das ist ein Konflux. Ach, ist okay. War nichts in der Mitte davon zu sehen. Da ist nirgendwo so ein Kriegsteil. Weil was mit Tobi los ist. Guck mal bei Tobi in der Live mit dem Warten. Ja, mal gucken. Guck, da ist nirgendwo ein Konflux. Und dann machen die jetzt gerade die Portale auf. Und dann gehen die jeweils auf beiden Seiten rein. Das ist Destiny 1. Die gehen da jetzt rein. Da gehen alle rein. Es sind vier Leute bei denen da reingegangen. Ach so, zwei bleiben draußen, öffnen immer die Portale und die anderen verteidigen Konflux, während die anderen zwei dann drinnen sich das Schild holen. Dann kann man sich kein Schild holen. Du kannst in den Portal kein Schild holen. Ja, dann müsst ihr einfach nur. Da müssen vier da rein. Zwei müssen. Ja. Gehen da alle zu. Aber alle drin. There actually be three legs in phase one. Ja, hey, guck da, bei denen kommt so ein neuer Schildtyp, aber der ist bei uns ja nicht da. Das ist. Die Mechanik hat sich safe geändert. 100% hat sich die Mechanik geändert. Ubi, die Mechanik hat sich geändert. Haben die jetzt gefulminiert? Ja, Knecht. Der hat trotzdem die Mechanik hat sich geändert. Recalcus hat gesagt, die Mechanik ist geändert. Ich guck so, mir gerade das Video zu Destiny 2 an. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ein Destiny 2 Guide. Ich melde mal kurz, ich in Destiny 2 Guide von Rick Cactus an, Alter. Daniel, on, ja. Daniel Cactus sagt direkt, die haben den Encounter geändert. Ja, die haben den, das war mir fast schon ich klar. Ich bin gleich wieder, ich guck mir das kurz an, bin gleich wieder da. Ich gucke mit. Digga, ich hab's zweimal gesagt, immer wurde dir gesagt. Ich werde entspannt, denn das stimmt echt. Bruder, was ist los?
still gerade. Sehr still. Wird auch scheinbar nicht mehr so dunkel. Ach so, der Schildmann läuft von einer vom einen Portal zum anderen. Bis der zweite Schildsprung oder was? Ja, er zeigt das Schild. Hat er das in Slow-Mo laufen? Nee, was er sagen. Und die gehen dann jetzt rein. Also, da müssen. Einer muss immer kommen, Flux auf beiden Seiten verteidigen. Und der Schild muss halt. Diesen von den. Immer von dem Typ mit dem Ding ins kaputt gemacht werden. Ja, mit das heißt, der Schildmann muss die ganze Zeit hin und her rennen. Ja, das dachte ich mir aber auch schon fast. Das hätte ich auch sagen können, gut. Er hat sogar einen Debuff. Der Schildmann hat einen Debuff. Ja, der wahrscheinlich getötet hat einen Debuff und muss dann den Schild abgeben. Kann nicht mehr durchs andere Portal durch. Teleport, ja. Teleport, ja. Destabilized. Das heißt, wir mussten die Schilder jetzt alle immer rumräuchen. Super. Richtig. Man muss quasi immer im Kreis laufen. Man geht ins eine Portal rein, da wo als erstes der weiße Typ spawnt. Dann läuft man zwei machen da rein, jetzt geht den Typen, dann läuft man außen rum, geht aus dem Portal raus, dann mit dem Schild. Gibt dem nächsten das Schild, wie der durchs Portal durchkam, und tut dann den Scheißtypen töten. Und so macht man das die ganze Zeit. Also, man hat jetzt Runner, Toröffner und Dings. Boots of the Assembler. Ja, ich hab's verstanden, Kinders. Wir ungefähr auch. Darf ich eine grobe Vermutung aufstellen? Nein, dass du nicht wo es an ist. Oha. Da wurde ich auch gerade das Video an der Keck. Ja. Ich glaube, die hat nur hermoven, dass sie sich entgürt hat. Mir fällt wahnsinnig. Darf ich eine grobe Vermutung aufstellen, Tobi? Das, ja. Also, einer geht mit dem Schild durchs Portal durch, wo der weiße Typ halt als erstes auftaucht. Der kann dann eben nicht mehr raus aus dem Portal. Gibt es Schild, dem ab, der als erstes in den. Okay, gut. Doch, das ist. Das, ich dachte schon, ja, gut, rede weiter. Du bist eine richtige Sau, bist du. So, Hannes, da, deine Zeit ist abgelaufen. Nein, stopp, ja. Deine Zeit ist abgelaufen. So, meine Damen und Herren, wir haben. Mit meiner Zeit. Was? Ein Boy fängt mit dem Shield an. Das Shield auf, und wie Dan schon gesagt hat, der Shield Boy ist dafür da, um den weißen Shield von den Autisten wegzuschießen. So, das Wichtige ist, wir müssen jetzt beide Portale rein. Immer geht einer ins Portal rein. So, und dann clearst du da immer Ads. Ist alles easy. Und dann kommt irgendwann mal dieser weiße Autist und sagst du rechts oder links. Und dann geht er natürlich mit dem Shield rein, tut das Shield. Den weißen Autisten entweisen. Und dann kann er. Perfekt. Und dann kann er wieder rausgehen aus seinem Portal. Nee, nur der andere. Der muss wechseln, dann wechselst du und dann kannst du aus dem Portal wieder rausgehen. Und dann bei jedem Portal, wieder raus. Durchtritt, hast du das. Das heißt, du musst dann außerhalb des Portals mit jemand anderem wieder wechseln. Das heißt, wir wechseln konstant die ganze Zeit ein. Quasi Kreis. Also jeder Ding. Muss ein Schild machen. Ne? Von wem hast du das Video angeguckt, Tobi? Der Kaktus. Ja, ich auch. Ja, und das heißt, der das Relikt reinkommt durchs Portal, reinigt sich aus dem anderen. Ja, und muss bleibt drin, gibt abgeben. Es dem anderen, und der andere, der dann wieder rauskommt, geht nicht dann rüber stressen. Auf die. Geht dann rüber auf die andere Seite, macht da dann Portalaufhalter und so weiter. Der geht dann rüber, macht da Portalaufhalter und der Portalaufhalter nimmt das Relikt und geht Jungs, dann Jungs, ich geh raus aus dem Raid! Woo! Wir haben da. Nein. Wo ist er hin? Gibt es hier super die viel Damage hier? Ja. Und gibt es zwei Arcsguider rein. Ja.
Kleins Fate Zoe. Ja, auch gut pinkeln. Ja, komm ich. Ich bin auch einmal kurz weg. Lass mich raten, ich guck mal kurz auf Lamacord. Alt-Tappen. Ordner öffnen. Ja. Nee, doch. Was? Alma. Nee. Was? Lukas. Na doch, Hannes ist rübergegangen. Was für ein fucking Autist. Okay, gut, ich bin auch mal kurz weg. Also wirklich nur kurz. Dann mach ich aber mal kurz Bier bei Backscreen, dann hol ich mir nochmal was Neues zu trinken. Ey. So, da bin ich wieder. Ich kenn Ende gar nicht. Kenn kaum. Alter, wo gehst du hin? Deshalb spielen Daniel und ich. Tobi, Belocero, warum? Hab ich? Ich wurde jetzt schon gespoilert, alleine schon von diesem Titel. Während du den Tod deiner Schwester untersuchst. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Schwester hat. Ich wusste gar nicht, dass es eine Frau ist. Obwohl doch, ich wusste schon, dass es eine Frau ist. Ja. Der Programm. Das Einzige, was ich mich gespoilert haben ließ, ist die Anfangsversion, also diese Demo da irgendwie. Mhm.
oder was auch immer das war. Und ja, dann holst dann du, noch... ja, holst sie doch und dann lass später später mit zusammen. Nico, also das Ding ist halt einfach, ich würde es mir auch auf, wir müssen jetzt sowieso schon, auf Tobi warten, ne? Bis er wieder reinkommt, ja. Und dann können wir es auch zusammen spielen. Ja, das gute holst dir und dann lass es später spielen. Also okay, dann, ich kann es ja jetzt gerade machen, weil ja. Ja, also ich habe mit Daniel ausgemacht, wir fangen gleichzeitig an zu spielen. Was ja, okay, denn? Dann bin ich dabei. Velociro oder was? Return Derby due to low frame rates and over. Achso, ja, ich weiß, warum hatte ich wohl low frame rate? It seems that I have played Subnautica below zero. Nun, Johannes. Lol, wegen below zero. Du hast Zero Destiny gespielt. Nö. Oh, das ist nicht wahr. Mir fehlen 10 Euro. Für was? Für below zero. Hetze Bock? Ja. Fargo, Chat weg! Du hast gerade Tail. Oh Gott, nein, oh, Digga. Ich spam. Oh mein Gott, Alter. Ich hab's weggespammt. Was? Gott sei Dank, Digga, dass er gerade im Chat gespielt hat. Nichts, ich hab's eben Chat, aber ich hab den Chat aber kurz weggespammt. Willst du das gleiche wie ich den Pulsdrive? Also, das ist. Ja, Drago, vielleicht lässt sich da was arrangieren. Es gibt ja einen Beruf, den, ein paar Frauen ausführen, die nicht so cool sind. Na, Hannes ist nicht da. Vielleicht kann ja Liam dir auf eine normale Weise dieses Spiel besorgen. Melde nicht. Ja, Liam könnte es dir auf legaler Weise besorgen. Ja. Ich muss mal kurz was machen. Kurz Moment. Ich muss kurz. So, Hannes. Und Tamti, spielst du gleich Warzone? Ja. Ich jetzt? Hab mich gerade mit Tuki zum Warzone verabredet. Nein. Bam. Wenn wir mit dem Raid fertig sind. Ja, kann doch lange dauern, Alter. Kick. Ja, er ist bis 7:30 da. Ich glaube nicht, dass wir so lange zocken. 7:30. Also 7:30. Ja. Du weißt, wie es funktioniert. Alle wissen, wie es funktioniert? Ja. Nein, ich hab. Also. Ich erklär's in Kurzfassung. Das ist doch Tobi. Darf ich? Bitte, lass Tobi. Ja, ich glaube, Nico hegt einfach nur den Groll gegen mich, Alter. Nico, Maul, Daniel redet jetzt, Punkt. Jetzt bin ich beleidigt. Tobi, erklär's ihm. Ich glaube, Portale rechts, links, einer geht rein, Schild in der Mitte aufheben, weißer Geier wird gecallt. Und ja, ich habe eigentlich keinen Bock nochmal zu erklären, muss ich ehrlich sagen. Also Nico, du bist du musst jetzt in die Portale rein, rechts oder links. Dann bekämpfst du so lange den Konflux, bis ein Mino mit weißem Schild auftaucht. Dann sagst du, dass er bei dir ist, indem du rechts sagst oder links. Dann kommt der Schildmann, kommt rein, macht den weg. Dann musst du den Schild nehmen, weil er ihn droppen lässt. Rausrennt zu uns. Und dann wird gewartet, bis der nächste Mino gecallt wird. Und dann geht der mit dem Schild, der den dann kriegt von dir, in das nächste Portal rein. Und das müssen wir so lange machen, bis wir zwei Schilde haben. Okay, und also, wer geht jetzt alles sofort rein? Also, Tobi, du hast gesagt, ihr beide seid Gatekeeper. Drago und Tobi sind beide Gatekeeper, heben uns die Portale auf. Lass mich doch rein, dann, wenn ich schnell exklieren kann. Digga, du hast gesagt, du bist Gatekeeper. Es gibt keine Teams, Tobi, ja? Nein. Es gibt also, einen, der also, Mann also hält die Portale, eine Granate auf. Oh, ja gut, Aufgaben werden verteilt, aber nicht keine Teams mehr. By the way, ja, Gatekeeper in der Mitte. Ich bin Schildboy am Anfang direkt. Ich mache erst einen Schildboy. Können wir anfangen? Ja. Alle Raidbanner aufgesammelt? Oh, ich schaff das aber, let's go. Keine Ahnung. Ich renne einfach direkt rechts rein, okay? Nein, ich geh rein. Gut, ich geh bei Drago rein, du gehst bei dir rein. Also ich bin links. Eine Frage noch, müssen wir in diesen Konflikten stehen? Drin? In beiden oder nur? Geh nicht alle rein, jemand muss auf die Platte bei euch da drüben. Nein. Einer geht nur rein, immer geht einer rein. Einer geht ins Portal rein. Detlef, du rennst hier rum und clearst Ads. Okay. Okay, ich geh jetzt rein. Ja, ich bin rein. Das ist, wie es mit dem Schild funktioniert, einfach den Typen wegschlagen, richtig. Genau. Wunderbar. Nico, ich hab gerade ein riesengroßes weißes Schild. Ist egal. Nico, du musst alle wegflexen und sagen, wenn dann Dude mit dem weißen Schild kommt. Okay. Schild links. Push nicht so weit. Links.
Nur riesiger Dude, keiner mit Schild. Ich bin. Oh mein Gott, Alter, halt's Maul. Ich hab beinahe. Draculiak? Ja, wunderbar. Doch auf. Der Gatekeeper ist da. Nein, ist nicht auf. Der Gatekeeper ist da. Wir müssen den Gatekeeper wegflexen, bevor wir reingehen. Oh Gott, ich Hilfe! Hallo. Irgendjemand? Danke. Gatekeeper ist weg. Total ist auf. Alles wieder da. Obi, wie lange? So ungefähr 5 Sekunden. Gut, der ist gar nicht drauf schießen. Ich hab jetzt gewehrt. Das war so knapp, das war so scheiße knapp, das war so scheiße knapp. Du hast noch keinen, oder? Drago, wir wechseln, wir wechseln dem Schild, ist auf und du läufst weiter. Drago, Schild aufnehmen hier. Ja, siehst du, Drago kommt zu mir rüber. Du bist der Autist. Okay. Du bist jetzt der Relic-Boy. Du gehst bei Nico rein, ja, wenn Nico sein Boy ist. Bei mir ist. Nein, ja, Hannes, der kommt, der kann nochmal noch spawnen. Da gleich sein. Nico hat aber schon gecallt, dass er bei ihm ist. Also. Ja, bitte. Er kommt immer näher. Ja. Danke. So Nico, jetzt musst du raus, nehmen und rausrennen. Nimm und okay. Renn raus. Können wir bitte das Schild einfach Grayskull nennen? Aus bei der Macht von Grayskull. Schild, ich habe die bei links. Schild bei links. Hinter dir ist Nico rüber. Schild links. Gatekeeper spawn. Das kommt auf Böber, willst du mich verarschen? In der Mitte ist ein Torwächter, Jungs. Mach ihn. Am Nico. Ja. Nico, geh rein. Hopp. Rein und den Schildboy weggießen. Ich kann nicht rein. Warum nicht? Oh mein Gott, Nico hat das Schild nicht abgegeben. Ab runter in mein Aufmachen. Nico, du musst direkt abgeben. Nee, er sacrificed, Tobi, beeil dich. Ja, ich, wenn hier niemand steht, der Schild abnimmt, wie soll ich denn? Ja, du musst tauschen, der hat deine Sager drauf, die Waffe. Das Portal ist gesperrt. Ja, weil niemand draufsteht. Ich hab nichts gesagt, dass er draufsteht eigentlich. Ja, der Oberlauf. Nico, auf die Platte. Nein, ich bin tot! Komm again! Auf der Platte. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich stehe auf. Man muss ganz schnell bei mir rein. Ich bin tot. Ich bin auch dead. Und bei mir ist ein neues Schild, geil. Wipe. Nico, du hast es der Relikt nicht abgegeben. Sobald der eine Typ aus dem Portal ins nächste rein. Also. Nein, wenn du aus dem Portal rausgehst. Nein, wenn du aus dem Portal rausgehst, musst du das Schild wechseln. Du musst das Schild wechseln, wenn du das Portal verlassen hast. Immer wenn du durch ein Portal gehst. Mit dem Schild in der Hand. Ja, ich dann müsst ihr es droppen. Immer. Hab ich auch. Nein, du hast es bei mir nicht gedroppt. Du bist einfach weitergesprungen. Deswegen wusste ich, dass ich bei dir droppen soll. Doch, du musst bei mir droppen. Du musst es bei deinem Gatekeeper droppen. Sobald du aus dem Portal raus bist und der Typ quasi in dir drin steht, die anderen stehen schon beim Portal, aber gucken, dass sie nicht im Portal reinlaufen. Da droppst du das scheiß Teil. Ja, okay, jetzt wurde mir gesagt, wen ich abgeben muss, jetzt weiß ich es auch. Digga, das du gibst es bei dem ab, der bei dir im Portal steht, der dir das Portal... Also ehrlich gesagt, ich hätte das jetzt auch nicht gewusst, also... Das Ding ist, da könnt ihr Nico gar keinen Vorwurf machen, wenn ihr das nicht sagt, dann wie will man es auch wissen? Alle haben Banner... Alles gut. Ich hätte es genauso nicht gewusst, Nico. Also alles gut. Okay, gut. Ja, ich gebe jetzt erst dran und diesmal mach ich es besser. Genau, diesmal gibst du es bei mir ab. Ich nehme das Portal, das Portal. Ich nehme Grayskull. Hab Grayskull. Ich habe die Zauberkraft. Boah, der Mord von Grayskull. Bin dran. Du Lachs auf, Junge. Ja, jetzt muss doch erstmal die Platte aktiviert werden. Ich hab mit dem Game geredet, nicht mit dir. Ich hab mich mit dem Game beschwert. Deiner, das Mikrofon, ich hasse dich. Daniel! Du bist der Nudel. Seems logic. Daniel, ich meine dich nicht. Mein Mikrofon heißt auch Daniel. Bei wem? The Boy ist bei mir links. Bei mir ist so dieser Pette. Ja, deck du mal ein bisschen in die Mitte mit. Oh, hallo. Gatekeeper. Da kommen auch welche? Lol. Nein, da kommt nur der Gatekeeper in der Mitte. Du bist ein bisschen weiter hoch eventuell. Ich kann den One hit mit dem Augen von morgen. Nice. Okay, wer denn irgendwas? Komm again. Ich finde das geil, wie Detlef einfach bei mir die ganze Zeit gammelt und mir die Ads wegflext. Das ist Überladungs-Mino. Ich hab ein Geschenk für dich. Konzentrieren. Sogar den kann ich, Staggern. Da ist irgendwas. Ganz kurz. Dante, ich kann den staggern. Bitte lass es einfach. Bei mir. Unterwegs. Hier ist Exo. Ich will das aufheben, aber es ist so weit weg. Das ist cool. Junge, das geht in den Pause. Das kannst du im Nachhinein. Kannst du später abholen. Ist das so? Das sagt Drago, das sagst du bitte nicht. Nein, gerade du, Junge Drago. Okay. Er ist frei. Alter, kriegt uns Maul. Aber Drago redet ja auch irgendwo mit aus Erfahrung. Nico, geh rein. Ja, ich rede aus Erfahrung. Ich weiß, was es mittlerweile heißt, wenn es zu nehmen, wann nicht. Wo bist du? Dann ist Schimpf offen. Auf meine Seite. Champion meinte ich.
Links, links, links. Ich muss meine Ult casten dabei, oder? Nein, du musst ihn einfach nur schlagen. Einfach nur schlagen. Einfach nur schlagen. Ja, Kusch dich. Hä? Hallo, Hanti, du kannst nicht rausgehen. Du musst den Tod umbringen und dann gehst du irgendwie das scheiß Schild. Ich hab dir das Relikt so gedrückt, dass du jetzt schon rausgehen kannst. So, bleib mal hier. Das Portal ist nicht offen, jemand muss mir das Portal bitte rausstellen. Weiß, Geldkeeper waren gerade da. Ich bin auch wieder. Ich kann das gerne machen, wenn Tobi da. Ich nenne ihn gleich. Geht dich auch? Was? Aber bei wem muss er raus? Hier. Bei links, linke Seite. Ja, so, du bleibst bei mir, von mir. Rechts, rechts, rechts. Was ist aus dem? Lost. Kann ich darüber reden? Rechts. Okay. Tobi, Phil. Erst down. Digga, ich hatte das andere Scheiß, Digga, Junge. Wie, nee. Ja, nee. Ist schon einer rechts da. Ja, ist er. Der schießt mich gerade fast zu Tode. Alles chillig. Guck den Boy an. Guck ihn dir an. Gib jemand den Champions-Stagger an. Bitte mal einen Schritt drücken, danke, tschüss. Ja. Tobi, du musst jetzt hier decken. Haben wir jemanden den Champions Dagger an? Sonst sterbe ich. Hallo? Sehe ich nicht. Bei mir, Boy G, bei mir. Ich mach ihn auch für dich. Ich mach ihn für dich. Gatekeeper ist da. War irgendwann durch. Wir haben Champions Dagger. Ich hab den gerade eingenommen. Die Platte wird gerade eingenommen, Bravo. Ich hasse Dschungel, Alter. Wir haben erstes Dagger. Der muss ihn töten. Ich kann den nicht. Ja, ich bin dabei. Öffne dich doch, Portal. Nein, er hat die Portalkrankheit. Gib her, Drago. Portalkrankheit. Er opfert sich. Geht ihn. Portal, ey. Das Dumme ist, ich muss aus dem Portal einmal aus dem Ring raus. Alle, kannst du mich gleich holen? Ich muss aber wieder rechts. Drop das Relikt. Rechts. Rechts. Kommt die. Ich renne schon. Angekommen. Ja, es ist angekommen. Ich renne. Boy G, Drago, hast noch Portalkrankheit? Ja, nein. Oh, meine Güte. Ich werde sterben. Da bin ich jetzt mal gespannt, ich krieg ob das da funktioniert. Hier schon mal schnell Arcus-Granate drauf. Ja, das war zu knapp für meine. Ich hab gar kein Debuff. Ich hatte gar kein Debuff. Nee, ich glaube, wir sind durch. Wir sind dann. Ihr müsst den in der Mitte jetzt verteidigen. Konflux verteidigen jetzt. Muss ich zurück in die Mitte kommen? Muss ich zurückkommen? Yeah. Tobi? Die Konflikte sind weg, Boris. Ich komm zurück aus meiner Seite. Möchtest du ein Schwert haben? Bitte komm wieder. Komm, nimm Schwert. Hallo. Ja, gib mir das Schild. Bei der Macht von Grayskull! In der Mitte ist einer mit, Schild. Da kommt einer, Daniel. Hier ist noch einer mit Schild. Bei der Macht von Grayskull! Hier ist noch ein Schild. Ist auch einer. Hier ist noch einer, Gay-Activist. Ach, die kommen wahrscheinlich jetzt von überall jetzt. Hier ist noch ein Gay-Rights-Activist. Ich kann auf den Stairs ein Wall platzieren. Links ist jetzt auch einer. Wo ist ein Boy? Links! Links! Und los! Special! I need some help. Revive, please. You get your revive. Thank you. Hydra. Oh mein Gott, macht das Damage! Wie super vom Schild! Whee! Geschafft, oder? Ja, wird es so. Ja, haben wir die Vorphase. Ich hab nichts mitgekriegt, aber. Schön. Ja, es war richtig dumm. Heldbringer. Die Shotgun. Yeah. Oh. I like. Nein, die ist scheiße. So, ich will sie wirklich nicht kaputt machen, aber die ist wirklich nicht gut. Small, I like. Naja. Aber Tobi, immerhin ein Vorteil, kein Demolition ist. Was, Drago? Lauter. Rüst aus, bevor du irgendwas sagst. Slideshot oder Demolition Schrot? Ich muss actually sagen, ich weiß nicht. Demolition ist doch Schrot, Drago. Wie oft noch? Demolition ist. Demolition Schrot ist scheiße! Gut. Nein, Demolition ist super gut, Drago. Halt's Maul, Daniel. Drago F die Schrot. Du musst gar nicht fragen bei sowas. Also ich hab den Raketenwerfer mit Zielsuchmodul und Clusterbombe. Ich hab den Raketenwerfer. Hast du den mit Heavy Frame? Gleich wieder da. Warte, was? Heavy Frame. Heißt? Kurz den einfach aus, Liam. Junge, du bist auch dessen hier seit Jahren, du weißt nicht, was Heavy Frame ist. Du bist aus, Liam. Pulse Amplifier. Du bist doch jetzt einfach aus. Entspann dich, Junge. Ich kann nicht 2 Sekunden lang. Tu mal Alloy Casing was anderes rein. Tu mal dein anderes Casing rein. Was ist Alloy Casing? Digga, was willst du? Digga, das ist dein fucking Waffenpölk, du Spast. Was? Wie heißt es? Alloy Casing. Und unten drunter kannst du noch einen auswählen. Ich hab's auf Deutsch.
Ja, da, du hast, wenn du auf dem Raketenwerfer bist, Liam. Ja. Dann hast du jetzt gerade in der zweiten Spalte einen Mod drin. Da machst du mal den anderen Mod rein. Ist richtig? Ja, nee. Warte, ich mach's nochmal ganz minimal. Ja, okay. Nee, pack das obere rein, du hast keinen Heavy Frame. Ja, dann hast du minimal geschafft. So, da wir jetzt beim Boss sind, meine Königskerle. Was ist Heavy Frame auf Deutsch? Ich hab ne A auf dem... Schwerer Rahmen. Ich hab eine A auf dem Rocket Launcher. Allein, ich hab die Schrot einfach bekommen mit Erster Schuss und Überschuss. Beste Waffen hier, Automatikgewehr, Sniper und Anarchie. Hamdi, du spielst Bubble, ich spiel Schattenpfeil, wir brauchen keine... Lukas hat mir gesagt, wir brauchen keine Bubble, Rocket soll besser sein. Wir brauchen eine Bubble. Und Well? Logischerweise einen Well und auch wieder Chaos-Spannung für die beiden, die Chaos-Spannung spielen wollen. Well hab ich drinne, immer noch. Ich mach Chaos. Ich muss gerade mal gucken, wie Automatik in den zweiten Slot. Ah, was ist kacke, oder? Alla Dobby. Oh ne, das geht auch nicht. Oh Gott, ich bin... Der sieht dich nicht, hört dich nicht. Der guckt gerade ein Video. Aber schöne Robe, Nico. Am besten jetzt noch ein Mod rein, und zwar ein pinken. Ey, jeder wirklich, ich weiß sowieso, wer die scheiße Wechselmotto-Klasse bekommen würde, Alter. Warte, Leon. Drago. Und Nico. Wirklich. Das sind die beiden, die die kriegen. Weißt du was, safe? Safe einfach, keiner kriegt die außer ich und Daniel. Wenn das wirklich so ist, dann... Digga, dann... Ja. No joke. Dann schicke ich dir nachher ein Fußfoto. Digga, ich werde dir dann no joke Nudes schicken. Wer? Ich werde Daniel ein Dickpick schicken, wenn nur ich und Daniel Multiclass kriegen. Nur ich und Daniel. Das heißt, wächst mit der Class, nicht mute your class. Ja, mute your class. Du hast gerade mute your class gesagt. Ja? Ja, okay. Mute your class. Ja, Vectoclass heißt er, ne? Vectoclass. Ja, also doch mit M irgendwie. Ja, nein, okay. Irgendwie nicht. Nein. Ja, irgendwie schon. Weil mein Helm ist zwar dumm, aber guck mal, mein. Oder warte. Der Kopf hat was mehr. Es ist das Sterben. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Liam, guck mich bitte mal an. Also. Inspect mich mal. Das say sieht, my name. Das sieht schon nice aus. Sieht schon echt kacke aus. Ich hab dich noch gar nicht angeguckt, Nico. Ich muss gleich mal gucken. Ja, anders. Er ist besonders. Ich spiele den Blink-Helm aber nicht. Bitte spiel keinen Blink. Also ehrlich gesagt, dieser Übergang von dem Hals zu dem Helm sieht richtig aus, als wäre ich jetzt eine Frau einfach. No joke. Naja, es wäre ja auch... Dieser Hals ist so lang. Es wäre ja vom Prinzip auch nicht gelogen. Wenn du den Exo spielst, hast du kein wirkliches Geschlecht. Aber ey, es sieht schon nice aus, Liam. Ach so, ja. Ja, muss hier entsprechen, dann sieht man es besser wegen dem Licht. Das Licht. Ein himmlisches Kind hat gar keinen Sinn gemacht, ich weiß. Das Licht, ein himmlisches Kind, ja. Mach dir das auch da nicht so gut sehen. Oh mein Gott, mein jetziges Powerlevel liegt bei. Digga, Probi muss sich den Kackencounter nicht angucken. Ich kann den auswendig aufsagen, Alter. Ich kann den mit dem Augen aufsagen. Also den kann ich wahrscheinlich nicht. Das ist kann Cat, ich Raid Runner placen? Nein. Oui. Müssen eigentlich die Rocke dann auch wieder in richtiger Reihenfolge abgeschossen werden? Oh ja. Oh, ganz toll. Ey, den Drago, das ist wirklich... Hau rein. Das ist wirklich easy, Drago. Design Counter ist eigentlich der einfachste in der ganzen Raid. Wenn du alles auswendig weißt, dann ist der Counter so easy. Okay, der ist forever. Tuto, einfach vor. Warum spielst du den Blink-Helm mit Will? Guck, inspekte mich mal. Das sieht viel, viel besser aus. Ich probiere das Video an, das ist so goddämonnötig. Ja, es passt halt zu deiner Rüstung, aber trotzdem ist es unnötig. Unnötig, aber es sieht nice aus. Nico, ganz ehrlich. Ja, true, aber du, Alter, Recack, das bringt mich auf die beste Idee der Welt. Was ist für den Teleport? Und du hast weder Teleport drin, noch leere Raum. Das war ich schon, das war jetzt nur zum Angucken. Ja, auch nützlich ist, dass du den Helm, den du gerade wieder reintust, für Nova Bombe ist und du spielst trotzdem Will. Also bringt der auch nichts, der bringt sogar noch weniger. Ich weiß, lass mich. Ich hab keinen anderen Helm eben halt, außer die beiden.
Ah. Es ist einfach so. Celestial habe ich drauf. Aber sieht hässlich aus, ich weiß. Aber es glitzert so schön. Es glitzert so schön. So glänzend. Shiny! Glitzer und glänzend. Alter. Oder wie kann ich. Warum kann ich keinen Raid-Banner platzieren eigentlich? Aber du wahrscheinlich keinen mehr hast. Ich habe noch. Hä, stimmt, ich habe echt keine mehr. Hä, ich hatte doch noch über 20 Stück. Hä? Wer hat angeschossen? Hä? Nein, habe ich nicht. Ich war im Inventar. Ey, jetzt kann man aber Atheon sehen, Jungs. Atheon ist übel der Bree. Alter. Und wisst ihr warum. Aus Destiny 2? Aus Destiny 1. Wisst ihr, warum aber diese Season absolut Sinn macht, also diesen Raid reinzubringen? Warum? Es geht ja darum, dass die Vexen in eine ewige Nacht eingesperrt haben. Und Atheon kann die Zeit kontrollieren. Hapl. Well. That's Rilosas. Well. Wie viel Schaden machst du mir? Du machst nicht wanted. Ui, pretty good. Do you want to one-shot me? Ich frag mich aber jetzt wirklich, wer es angeschossen hat. Also ich weiß nicht. Ich war im Inventar. Na, ich hab mal einen Schießschuss rangeschossen, der ist wahrscheinlich geplatzt. ich sehe da ein ganz schönes Video bei Tobi. Du siehst das auch, was da rechts für ein schönes Video ist. Liam, where are we? Boot. Waren wir durch Amboss. Data, guck mal bitte in Tobis Live, guck mal, was da schön für rechts so ein wunderschönes Video empfohlen wird. Ja, true. Ich weiß auch nicht, warum der Typ in seiner Waffe eben gerade 90er Magazin in seiner Shadow Price hatte. Overflow. Stimmt, gibt's ja noch. Jetzt muss ich Sniper spielen, das finde ich doof. Ich kann meinen Savage Sniper spielen, jetzt muss ich Sniper spielen. Ich kann es erklären, Tobi, wir werden jetzt den Encounter nicht angucken müssen. Sniper. Der Encounter ist einfach. Sniper. Willst du wie in Destiny 1 laufen? Nein. Weil die anderen verstehen das ansonsten nicht. Du kannst in Destiny 1 nicht laufen. Das ist ein anderer Encounter, der ist anders, funktioniert anders wie in Destiny 1. Wenn du kurz einmal beim Live rein und draußen ausschalten und das gleiche siehst, passt es nicht. Das ist komplett anders. Ja. Ich habe auch gesagt, das können wir nicht machen. Weil du mich gefragt hast, mit so einem Kick. Warum ist Humpty wieder gefühlt muted? Weil er das gleich anguckt wie ich. So. Einen Warlock bitte Well und die anderen Chaos Ranger und Geomag. Ich hab Well drinne. Dann muss Delta noch Geomag spielen. Ah. Ja. Der ist so einfach, der Encounter. Kannst du Geomag reinmachen, bitte? Darf ich erklären, Tobi? Daniel sagt es nicht, nachher schaffen wir es einfach nicht. Der Encounter ist halt wirklich einfach, wenn der Encounter nicht schafft, sind wir halt wirklich immer nur lost. Ihr braucht nicht irgendwie. Ihr braucht nicht irgendwie so Waffen, die Fusion Rifles spielen. Keine Fusion Rifles, ein Sniper und Automatiker wäre es am besten. Ich bin bei der Fake, ne? Und, ich sage einfach gleich ein paar Sachen und noch Tipps und Tricks dazu und alles. Ich nehme Anarchie, Sniper und Fadebringer. Ja, hab alles, ich hab mir schon mal geholt, lade schon mal nach. Bada bing, bada boom. Und ich setze mich jetzt erstmal wieder hier hin. Und Hannes ist unten. Ach so, wird gerade rumgemacht. Ja, ich move Humpty rum, damit er sich gemutet. Humpty! Du musst dir den Kack-Guide nicht angucken, ich kann dir den Account erklären. Ich bin den Guide trotzdem angeguckt. Oh. Anders ist als in Destiny 1. Ja, richtig, ist er, aber ich kann ihn trotzdem erklären. Was, wenn ich das nicht will? Digga, haben die Alter, dann kannst du direkt aus der Party hier rausgehen, wenn wir so jemand anderen. Komm, weit mit uns. Nur mit der Sniper, Junge. Gut. Gott. Digga, schau dir mal der lange Sniper an, Alter. Die ist schon sehr lange. Wir haben speziell die Chaos Switch mit Geomag gesehen. Hast du Geomag an? Du hast Geomag an. Hat Drago die Geomag an? Ja, Drago hat die Geomag an. Drago hat auch den Drip.
Digga, Nico hat die, wir sind perfect timing, Alter. Hast du den wissen jetzt alle, wie es geht oder noch nicht? Muss man noch erklären. Ich muss es noch erklären. Okay, dann erklär mal. Und bei deiner Erklärung, von wo machen wir Damage? Wir gehen in die Mitte. Hier. Okay, super. Dann hat sich die Frage mit der Bubble auch geklärt, weil wenn ich Bubble erstelle, dann ist die komplette. Bist du geistig? Wir spielen keine Bubble. Du stellst die Bubble hier an die Seite. Ich spiele keine Bubble, ich spiele eine Rakete. Okay, ich auch. Gut, ich spiele eine Rakete. Brauchst mich deswegen trotzdem nicht anschreien. Sonst gibt's direkt den nächsten. Ja, also alle, die nicht wissen, wie der Encounter funktioniert, kommen halt zu mir. Was? Oder wenn's alle erklärt haben wollen, kommen halt alle zu mir. Obi. Setz mich hin. Ich höre dir einfach nur zu. Liam! Der ist, glaube ich, gerade wieder nicht da. Seine Katze immer noch, Junge. Er soll seine scheiß Katze einfach aus seinem Zimmer schieben und die Tür zumachen. Ich finde es richtig nice, hier einfach, dass vorne anfängt rot zu leuchten, Hannes. Das rot leuchten finde ich so tschock. Wie wach ist das denn? Oh. Chroma Rush. Die ist so gut. Oder was spielt ihr noch, Hannes? Magnon. Und dann? Übrigens, Hampi, was denkst du, ob ich warum eine Heritage? Du brauchst einen Sniper. Nicht Heritage, Succession. Ja. Alter, die nicht wissen, wie dein Counter funktioniert. Die gehen mal da, wo auch Drago ist, hin. Aber kommt mal mit. Wenn die Phase gleich anfängt. Ich muss was zu trinken. Bis gleich. Dann tun wir einfach nur. Einfach alle kommen mit. Dann tun wir alle einfach jetzt klären. Erster Tipp: Da oben in der Luft spawnen Harpien ungefähr in die Richtung. Dann killen wir alle Harpien bis auf eine, weil dann spawnen keine neue Harpien aus der Luft. Ansonsten kommen wir unten über den Weg überall Harpien lang, die müssen wir alle umbringen. Irgendwann hebt der Boss seine Hand hoch in die Luft und dann werden drei Leute in eine andere Dimension teleportiert. Die anderen Leute in der Dimension tun erstmal Ads klären. Die müssen aber ihre Fresse halten. Die Leute, die in dieser Dimension hier sind, bekommen Orakel angezeigt. Da gibt es einmal hier auf der linken Seite, links hinten, links vorne. Dann in der Mitte gibt es Mitte hinten, Mitte vorne und rechts vorne und rechts hinten. In der Reihe, also das wird alles durcheinander angesagt. Das heißt, es kann sein, dass es vorne links, rechts hinten und einfach Mitte vorne ist. Wenn es in der Reihenfolge ist, reicht halt auch einfach, wenn wir links, rechts, Mitte sagen dann. Aber wenn es jetzt zum Beispiel vorne links und hinten links ist, müssen wir das halt in der Reihenfolge aufsagen. Da ist es am besten immer einer, der das direkt macht. Das wäre wahrscheinlich dann in dem Fall ich, wenn ich hier sein sollte. So. Wenn wir das dann gemacht haben, angesagt haben, dann kommt in einer anderen Dimension diese Teile in einer Reihenfolge und die müssen in der Reihenfolge anschließen, wie wir sie euch auch sagen, die Orakel. Die Orakel sind dieses Mal nicht blau, sondern rot. Mhm. Genau. Das heißt, wenn das passiert dreimal, wenn wir hier ansagen, links, rechts, Mitte, müsst ihr bei euch links, rechts, Mitte anschließen. Und wenn wir sagen, vorne links, hinten links, rechts, müsst ihr das machen, dreimal. Wenn es passiert ist, öffnet sich ein Portal bei euch in eurer Dimension, dann kommt ihr rüber und dann stellen wir uns in die Mitte und machen DPS auf den Boss. 20 Sekunden geht es. Beim Boss DPS machen gibt es jemanden, der kann mal von so einem Netz getroffen werden, vorhin wie beim anderen Dreckstypen in der zweiten Phase. Beim Templar, danke Drago. Der muss dann nach hinten springen, müssen wir aufschießen, weil ansonsten sterben alle. Das ist dann so ein Debuff, da steht dann 3, 2, 1 und bei 0 Sekunden wird dieser Scheiß aktiviert. Und wenn der halt währenddessen mit anderen Leuten drin steht, sterben alle. Für die Leute in der anderen Dimension ist es sehr wichtig. Und zwar, ihr habt in der anderen Dimension das Schild. Das Schild brauchen wir hier genauso wie in der anderen Dimension, das müsst ihr immer mitnehmen. Das Schild spawnt direkt bei euch, wenn ihr gedroppt seid. Das nehmt ihr dann auf und tut erstmal die Gatekeeper und alles umbringen. Dann geht ihr ganz nach hinten, das ist einfach quasi ein gerader Weg. Weil von ganz hinten könnt ihr alle Orakel perfekt anschießen. Während das halt passiert ist, kommt immer so ein schwarzer Bildschirm auf euch zu. Dieser schwarze Bildschirm, den müsst ihr banishen, indem ihr Blocken drückt. Wo ist euer Blocken bei eurem Schwert gebindet? Also halt eben da, wo Schwert blocken ist, ist dann auch beim Schild blocken. Und wenn ihr, es ist ernsthaft auf Digga, Alter. Und wenn,
Digga. Oh Gott, und wenn und wenn ihr das macht, dann ist dieser schwarze Bildschirm weg. Das müssen wir auch hier machen. Das heißt, wenn wir Damage anfangen, dann muss der, der das Schild in der Hand hat, sich in die Mitte stellen. Einmal alle den Bildschirm schön frei machen. Dann machen wir Damage. Und immer ungefähr nach so 5 Sekunden hebt er das Schild nochmal auf und macht sie wieder weg, weil das Schild die spawnt irgendwann. Nach 6 Sekunden. Nach 6 Sekunden. Ne, nach 10 Sekunden gespawnt das Schild. 6. Das Schild gespawnt nach 6 Sekunden in der Fall. Ist aber nach 6 Vanishes. Wow. Also kann man durch diese, wenn man C drückt, dadurch das Schild da schießen? Ja, man kann durch das Schild durchschießen. Aber es macht halt weniger Damage, wenn jemand das Schild dauerhaft aufrecht hält. Das ist halt F. Durchschießbare Barricade. Okay. Also ich habe ganz kurz nicht zugehört, aber das wird schon klappen. Learning das ist eine Bubble so, mit also ganz kurz Vollwerk. Für alle, die hier in der realen Dimension sind. Es gibt vorne links, hinten Mitte, hinten rechts, vorne rechts. Und so müsst ihr das dann auch sagen. Das erkennt man. Zum Beispiel ist dann, kann mich alle sehen von da drüben? Ja. Zum Beispiel ist dann das hintere linke hier, wo ich gerade rumspringe. Und das, genau, das wäre hinten links. Ja, du musst von der Tür sehen, wo wir reingekommen sind. Und das vordere rechte wäre dann zum Beispiel hier. Und das erkennt man wunderbar. Und in der anderen Dimension erkennt man das auch wunderbar. Und ansonsten ist das Learning by Doing und ich würde sagen, wir können anfangen. Nico, du musst von hier hinten gucken, wo ich gerade stehe. Und wie schon gesagt, die Harpien, die fliegen. Die tut ihr alle umbringen, bis auf eine. Alle Harpien umbringen, bis auf eine. Alle fliegen. Ich hab perfekten Spot. Okay, und wo sollen wir dir denn übrig lassen? Ich würde sagen, auf der linken, rechten Seite. Und pass auf, der Boss lässt immer noch. Lass mich! Wer hat gerade hier auf der Seite alle Harpien weggeklärt? Was? Ich hab nicht alle Harpien weggeklärt. Ja, die ist noch übrig. Haben die ja. Es sind doch schon neue gespawnt, Leute. Es sind nur die in der Luft so. Sind. So, ja gut, dann. Ja, dann bring die um. Matsch, DPS. Also, noch zwei in der Luft umbringen. Einen habe ich umgebracht. Okay, ich bring die letzten um. Ich bring die um. Okay, die erinnert am Leben lassen. Der Boss teleportiert uns, ich war teleportiert, ich habe das Schild. Ich auch. Wer hat großes Schild? Hamdi, warum hast du das Schild? Hamdi, was machst du? Hamdi, wipen. Nein, wipen. Warum? Digga, du musst die scheiß Harpy hier wegmachen, den Gatekeeper mit deinem scheiß Schild. Hinten, links. Ja, jetzt erblinde ich. Links hinten. Nein, erst Mitte, hinten, links hinten, dann rechts hinten. Das ist schon zu spät. Guck mal. Also ich habe eigentlich gesehen, dass wenn es links, rechts, Mitte ist, musst du nicht vorne, links, hinten, links ansagen. Dann sagst du an, links, rechts, Mitte. Ja, hoffentlich schaffst du es auch, Alter. Ja, Detlef, ich war tot. Haben die ist er nämlich teleportiert worden. Alle, die das Schild in einer anderen Dimension aufnehmen, die rasieren den Gatekeeper weg. Ja. Und du kannst das Schild droppen, by the way, wenn du deine Maus nein, drehst. Doch, konnte ich nicht. Ja, dann bist probiert. Du mentally nein, disabled. Es liegt einfach nur an meiner fucking Maus, die kaputt ist. Bereit? Dann hebst du das Schild nicht aber auf. Ja, ich wollte Deadlift fressen. Du hebst das Schild nicht mehr auf. Weil deine Maus ist kacke. Hallo, Aceon. Ich dreh einmal an meinem Mausrad und meine Makel bleibt einfach bei meinem Makel. Das ist Aceon. Das ist fucking Arteon. Das ist Arteon. Am Leben lassen. Nico. Ich hab nicht geschossen. Du hast drauf geschossen. Ich hab den letzten Schuss aus deiner scheiß Sniper gesehen. Stopp. Die bei uns bleibt im Leben. Ihr killt da drüben, könnt alle killen, Daniel. Nico, warum? Nico? Wenn du sagst, ich hab was falsch gemacht, dann bring ich mich um als Strafe. Junge. Nee, guck du dummer Knecht, hör auf. Du hast es falsch gemacht, bring dich nicht Rest. Um. Das ist ein Rest, Nico. Oh mein Nico, Gott, Alter. Hat der das gerade ernsthaft gesagt? Ich mach ja, was falsch, ich bring mich um zur Strafe. Ah! Ist Liam da? Ja, ich bin da. Also, wo meinst du? Dumme Frage. Andere Dimension. Es ist rechts, links, Mitte. Rechts, vorne, links, hinten, Mitte, links. Tobi. Hilfe. Rechts, links, Mitte. Ich sterbe, ich hab den Debuff. Hilfe.
Hilfe. Oh, ich hab's gerade so. Ah, mein Gott! Ich sag doch, der hat mir irgendjemand während der Erklärung zugehört oder rede ich Spanisch? Mann, ihr lauft den Weg einfach ganz nach hinten! Ja? Ja, sonst müsst ihr spiegelverkehrt denken. Ihr lauft den Weg einfach ganz nach hinten. Ihr lauft wenn ihr in die andere Dimension deportiert wird, ganz nach hinten. Ja. Digga, Drago und wer auch immer mit mir in einer Dimension war, ist da rumgeeiert. Ich war genau neben dir. Ich war genau neben dir. Du warst neben mir. Wir müssen losgerannt. Ich hab aber während das noch jetzt geklärt. Du hast keine Ads geklärt. Das mache ich mit dem Schild. Ich mit dem Schild tu Ads klären, während ihr beide schon hinten steht. Aber ich hab's halt wirklich genauso gesagt. Also ich weiß nicht. Ich sag dazu nichts. Ja, ich sag dazu auch nichts. Nein, ich hab verstanden, wir sollen nach hinten durchrennen und die Ads müssen geklärt werden. Eigentlich schon. Nein, die Ads tue ich umbringen mit dem Schild. Der Schildträger macht es. Der Schildträger bringt Geld zu. Alle Art hier. Und ich spiele mehrfach Pfeil, was richtig lost ist. Einfach noch kurz zu verletzen. Hat man da gerade die Harpie gesehen? Ich mach das. Eine Harpie nicht umbringen. Geht hoch. Das ist die letzte. Also bei der Seite ich glaube, man, ist einer, killt bei ich glaube, euch alle. Ich glaube, hier kann man auch die Time Lost. Nein! Auf jeder Seite muss eine übrig bleiben. Ja, okay. Ja, okay. Die baut sich schon wieder neu gespawnt. Auf jeder Seite in der Luft muss eine übrig bleiben. Aber es ist ja auch der Umkehrschluss. Also ich weiß ja nicht gerade, was passiert ist, aber mir gefällt. Delta likes. A lot. Bei uns. Ist okay, das ist dann noch eine. Nicht umbringen die da oben. Ich werde teleportiert. Ich auch. Oh nein. Links hinten. Ihr lauft nach hinten durch. Nein, Nico, chill kurz. Ich mach das. Links, rechts, Mitte. Links, rechts, Mitte. Explosiv, Achtung. Rechts, links, links. Links, links, rechts, Mitte. Mitte. Hirn. Und jetzt? Rechts hinten, rechts vorne. Warte kurz. Rechts hinten, rechts vorne, Mitte, ja. Rechts hinten, rechts vorne, Mitte. Explosive. Rechts hinten. Rechts vorne, Mitte. Mitte. Warte, links hinten. Nee, links vorne, links hinten, Mitte. Nein, rechts. Links vorne, links hinten, rechts. Links vorne, links hinten, rechts. Links vorne, links hinten, rechts. Soll ich Schild nehmen? Ich nehme links ich vorne, links, links hinten, links rechts. Habt ihr Achtung! Okay, durchrennen. Müsste das letzte gewesen sein. Oder auch nicht. Portal muss aufgehalten werden, by the way. Ja, wow. Das habe ich vergessen zu sagen. Clearen. Das war mein Bad. Clearen, clear mal, clear mal. Ich halte hier nein, auf. Nein, bringt nichts. Wir können nicht, wir wipen. Portal ist offen. Einfach umbringen. Ja. Nee, ich bringt nichts. Gereinigt. Und zwar links. Warte mal, wo wie war das? Dschungel war links. Nee, Dschungel war rechts. Dschungel ist rechts. Also wir müssen immer die Seite ansagen. Es gibt Dschungel und es gibt Wüste. Wüste ist links, Dschungel ist rechts. Und dann muss immer einer auf dieser Scheißplatte draufstehen, wie vorhin beim Vorboss. Also es gibt quasi wieder einen Gatekeeper, aber dieses Mal nur auf einer Seite. Kennt jemand XQC? Welcome to the jungle! Welcome to the jungle! Kennt das jemand? Kennt das jemand? Weil XQC ist in Overwatch League Winston Player. Deswegen. Und er haut dann so richtig krass auf seinen Schreibtisch drauf. Detlef, kannst du bitte auch fressen währenddessen? Halt's Maul, Humpen. Nee. Mach ich ja auch. Digga, ach, Digga, wirklich. Alle Digga, schlecht. Ihr könnt jetzt beide vor eurem Maul halten, aufhören zu fressen, Junge. Ich geh hier doch gleich vor, so mit dir zu spielen. Jetzt okay, Maul noch weh. Mach, okay. Fuck, ja. Hast du rechts, der links heute? Ja. Auf beiden Seiten eine Drohne übrig lassen. Ich sag's lieber nochmal extra: beide Seiten eine Drohne. Was haben wir hin, Alter? Es spawnt immer 6 Stück, es spawnt immer 6 Stück. Übrig lassen. Also okay, es liegt immer... Hamdi hat geklärt. Hamdi hat den letzten geklärt. Hamdi ist so ein Spasti, ne? Dann haben wir eine. Eine übrig lassen, bitte. Jetzt übrig lassen. Wo ist Hamdi überhaupt? Gut. Hat jemand... Okay, die ersten werden gleich teleportiert.
Bitte ich. Weil du den jetzt nicht mehr hast, ne? Nee, ist mega. Ich hab mich aber reingehen. Eröffnet und. Ich wurde teleportiert. Ja, alles. Okay, ich sag gleich, an. Nee. Wir haben. Wartet. Mitte, rechts, links. Nico? Hä? Das Wort herweist, sag ich doch so. Mitte, rechts, links. Und links. Delta, mach links. Bin ich alleine? Nein, ich bin alleine. Ah, ne, Humpty ist weg. Ah, ja, okay, Humpty ist weg. Humpty ist weg. Wir sind zu zweit. Okay. Mitte, links, links, rechts. Mitte, ja, links, rein. Rechts. Und rechts. Ich bin gleich nachladen. Ich bin gleich bei mir, sind zu viele. Wir sind in der Region. Wüste. Wartet, ich sag's gleich an. Wir sind Wüste. Mitte, rechts, links. Mitte, rechts, links. Ihr seid Wüste. Ja. Tobi. Rechts. Tobi, du kannst dich hier oben drauf auf den Stein stellen, auf den Pillar. Ich habe keine Munition mehr für Sniper. Jetzt muss ich es von Hand machen. Los, komm, Delta. Kommt raus, schnell. Muss ich noch markieren. Danke. Und jetzt können wir raus. Jetzt in die Mitte stellen. Sehr gut. So, in die Mitte. Hallo, kurz clear. Irgendwer hat das Schild, hat den Debuff? Ich hab gekillt. Ich höre den Debuff. Warum sind wir alle gefangen? Alter, der Debuff. Es gibt einen Debuff. Da steht 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde tot. Also da habe ich jetzt nett das Schild ist weg. Also, es könnte ich gewesen sein, ich weiß es aber nicht. Ist das habt ihr ernsthaft gegangen, Alter? Ja, ich war auch gerade. Auf diesen Lama-Code bin ich gar nichts. Ich auch nicht. Du willst auch nicht. Ja. Jetzt hat sich sogar offline gestellt, der. Ja. Also wow. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass wie kann Humpty so rumcreien, ja, wenn er dann selbst sowas abzieht? Also, ich verstehe es nicht. Also, hast du Below Zero schon geholt, dir, Liam? Ja. Kannst du das Drago noch holen? Liam, Tobi, ich bin ehrlich, es wird ein paar 3 geben. Ja, scheinbar. Drago, wenn er muss ja noch da bleiben, oder? So lange bis mir sagt, dass ich ausmachen muss, also. Müsst ihr Drago noch besorgen dann? Ja, klar. Ja. Dann würde ich sagen, also, mache ich jetzt erstmal meine Abmod, weil es jetzt aussieht. Nee, wir wissen noch nicht. Noch sind wir positiv. Kann okay? Es kann noch sein. Dann mache ich einfach B-Rap Backscreen rein. So, Pause. Weil,
So. Das war's leider auch für heute schon wieder. Es wird ein Part 3 geben, wo wir dann den Boss zu Ende laufen werden. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.